Hallo, liebe Zuschauer, willkommen beim dritten Teil der Gespräche zwischen den Next Scientists for Futures, als Repräsentanten des World Council of Wise People, also des Weltrates der Weisen, der informiert die Partei Wir 2020. Und heute geht es um drei Themen, die Reform 5, 6, 7, nach meiner Zählung jedenfalls. So, und die erste Sache, mit der dann heute genauer besprochen wird, das ist das Wesen, die Reform des Sozialwesens. Das hat wiederum mehrere Unterpunkte, nämlich einmal die Frage, ist es möglich, die Arbeitslosigkeit abzuschaffen und wenn ja, wie? Zweitens, wie sieht es mit der Kriminalitätsquote aus? Kann die nicht auch ganz drastisch reduziert werden? Und drittens, wie ist es mit den ganzen nicht sesshaften, ja, und den prekären Wohnverhältnissen, also Menschen, die am Rande des Sozialstaates leben oder sogar vom Sozialstaat, wie kann man die wieder, ja, ins Sozialwesen eingliedern und zu wertvollen Mitgliedern machen? Im zweiten Teil geht es dann kurz um die Reform, ja, des Militärwesens, das heißt genauer genommen, ein bisschen plakativ gesprochen, gibt es den Weltfrieden? Und wenn ja, was kann man tun, um diejenigen, die daran verdienen, zum Beispiel Rüstungsfirmen, zu motivieren, sich für den Frieden einzusetzen und nicht für Krieg und Revolution? Und zum Abschluss wird dann gesprochen über die Reform des Wahlsystems. Das heißt, da sind wir ja im Wahljahr 2021. Und das ist für uns ja ganz aktuell. Ja, die Frage ist, muss man damit leben, dass Politiker einfach, wenn sie gewählt sind, sich auf ihr Gewissen verlassen und nicht mehr das tun, wofür sie gewählt wurden? Oder dass sie sich in der Partei verstecken und der Partei Disziplin folgen, aber gar keinen Kontakt mehr zum Bürgerwillen haben? Was für Lösungsvorschläge haben die Next Scientists for Future? Ich glaube, alle drei Themen werden ganz interessant sein. Schauen wir mal rein. Klar sehen, clever denken, frei handeln. Ja, ich möchte hier nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen für unsere Gespräche von Wir 2020 der Orga-Gruppe hier in Hamburg mit den Next Scientists for Future und dem Weltrat über Ideen, wie wir die Zukunft gestalten könnten und wie wir das Leben positiv gestalten könnten. Und ich möchte jetzt dann das Wort übergeben an Herrn Dillen, damit er noch mal kurz vorstellt einige Ideen, und dann kommen wir danach zu einer Diskussion der verschiedenen möglichen Steuerungselemente. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich begrüße alle Teilnehmer und wiederhole nochmal so, was bei uns die internen Gespräche mit den einen oder anderen Professor so ergeben haben, nämlich Empfehlungen an die Partei ist sozusagen die Wir 2020 als die neue Volkspartei der Mitte mit einem ganz kleinen Schuss links. Das ist unsere Empfehlung. Na, weil wir sehr soziale Reformen vorschlagen. Dann empfehlen wir Ihnen, dass gesagt wird, dass die Partei Wir 2020 generell, das ist ja noch nicht ausdiskutiert, aber unsere Empfehlung lautet, dass die Partei die Gemeinwohlökonomie-Variante, also GWÖ-Variante des Weltrates, Schrägstrich der Next Scientists for Future, zur Grundlage aller Reformen machen möchte. Das wäre unsere Empfehlung. Und jetzt sage ich noch mal kurz, was das bedeutet, die gemeinwohlorientierte Variante des Weltrates unterscheidet sich von der Christian-Felberschen Gemeinwohlökonomie in einigen wichtigen Details. Und zwar zum Beispiel, dass wir sagen, als Grundformel: Vorteilbringende Irrtümer müssen wir aussterben lassen durch positive Anreize. Zum Beispiel kennt Felbers Gemeinwohlökonomie, weiß gar nicht, was vorteilbringende Irrtümer sind. Soweit ist diese Entwicklung noch nicht, ne? Und wir haben die Suchfragen zu den vorteilbringenden Irrtümern. Wer profitiert von einer neuen Idee, von einer Idee? Ist die Idee ein Irrtum,
Für wen ist die Idee ein vorteilbringender Irrtum? Zum Beispiel bei Corona, für wen ist ein vorteilbringender Gefährlichkeitsüberschätzung ein Irrtum? Die Antwort ist klar, für die Testindustrie, die Impfindustrie und die pharmazeutische Industrie. Ne? Also immer dieses, ich glaube, diese Frage, können Sie mir helfen, Dr. Wilker, heißt cui bono, gell? Das soll wohl sowas heißen wie, wem tut das Gutes? Und das sind die Schlüsselfragen. Also für wen ist eventuell eine Idee ein vorteilbringender Irrtum? Und das müssen wir untersuchen in jeder Ecke der Gesellschaft. Wenn wir das nicht tun, entgeht uns was, ne? Und die positiven Anreize setzen, die sind ganz variabel. Wir können das mit vielen Daten tun, mit wenigen Daten tun, mit Wohlfühlstimme, mit Vorwahlensystemen, mit anderen Systemen, die alle besser sind übrigens als Bürgerparlamente, Bürgerversammlungen, Bürgerräte und Volksentscheide. Nämlich, weil sie zu kompetenteren Lösungen führen, zu Hocheffizienzlösungen führen, im Gegensatz zu Bürgerräten, die zum Beispiel zu sehr durchschnittlichen Ergebnissen führen. Ne? Und unsere Formel muss deswegen lauten, egal ob die Bevölkerung viele Daten will oder wenig Daten will, die Formel muss lauten, zu positiven Anreizen. Gutes tun, gezielt belohnen, statt nur zu erhoffen oder gar moralisierend zu fordern. Das ist der Grundfehler der Menschheit. Wir müssen endlich Gutes tun, gezielt belohnen, anstatt nur darauf zu hoffen, dass es endlich kommen möge. Es kommt aber nicht. Wir sehen es doch bei Corona. Es kommt nicht. Das Gute setzt sich nicht durch, wenn es nicht gezielt belohnt wird und dadurch die vorteilbringenden Irrtümer aussterben. Die vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer bei Corona aussterben. Und da ist ja im Moment nichts zu sehen davon. Eher das Gegenteil. Ne? Und dann empfehle ich jetzt, dass wir beginnen, was wir heute ein Brainstorming machen durch die gesamte Gesellschaft, dass alle sich beteiligen, indem sie sagen, mich interessiert noch das und mich interessiert noch das. Wir sollten aber mit dem Sozialstaat begonnen, weil wir noch nicht genügend deutlich gemacht haben, dass wir im Gegensatz zu dem katastrophalen Sozialstaat Deutschlands das Ziel haben, null Arbeitslosigkeit in Deutschland und das ganz konkret realisieren und finanzieren können. Null Obdachlosigkeit in Deutschland, das Recht auf Wohnung und die Pflicht zur Wohnung, ja, und so weiter. Und dass wir so beginnen, dass wir nochmal deutlich machen, dass diese neue Volkspartei der Mitte mit einem kleinen Schuss links eine viel sozialere Politik bringen wird als die pseudosozialen Konzepte, die wir bisher haben, die zu einem Massenheer an Dauerarbeitslosen von fast 3 Millionen Arbeitslosen immer noch geführt haben und jetzt gerade wieder steigend durch die Corona-Irrtümer, ja? Und dass wir sozusagen ein ganzes Heer an Obdachlosigkeit haben, an denen in deren Betreuung die Sozialsparten gutes Geld verdienen, das ist doch aber nicht in unserem Sinne. Oder möchte jemand von Ihnen Millionen Obdachlose und Millionen Massenarbeitslose in Deutschland? Das müssen wir doch beenden. Und nur das ist echte soziale Politik. Also diese Partei, das ist unsere Empfehlung, soll stehen für echte soziale Politik und nicht für Scheinlösungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass aus unserer Sicht das große bedingungslose Grundeinkommen von 2.000 oder 1.500 Euro eine Scheinlösung wäre, die eventuell vielleicht die Arbeitslosigkeit sogar noch vergrößern könnte. Ich hätte einmal noch mal eine kurze Frage, die ich sozusagen zu dem Anreizsystem stellen wollen würde. Ja. Oder da will ich bestätigen, dass mein bisheriges Verständnis da korrekt ist. Sehe ich das richtig, dass das System der positiven Anreize dann einfach eben gesetzt wird und man dann auch nicht in der Folge jetzt gezielt lenken würde, was dabei herauskommt, sondern die Aussage ist auch, wenn die positiven Anreize richtig gesetzt sind, dann wird da auch das beste System, zum Beispiel eben das sozialste System, am Ende sich dabei herausbilden. Genau, weil die alle dann, wenn die in Wettbewerb, Herr Lohse, Sie werden mir zustimmen, wenn die in einem Markt, einem fairen Marktwettbewerb stehen, in dem es keine unfairen Elemente gibt, dann werden sich jeweils die besten Varianten, wie diese positiven Anreize, zum Beispiel Verdienstzuschüsse,
erreicht werden, werden durch die Vorteile von gezielt eingesetzten Marktkräften, wird sich der Beste am Ende übrig bleiben und die anderen werden alle von dem lernen wollen. Und das ist, genau. Das heißt, wir, ich sage es jetzt mal ganz provokant, mit uns können Sie ganz offen über planwirtschaftliche Elemente reden, die das nämlich positive Anreize sind ja planwirtschaftliche Elemente, ja. Aber Sie können uns mit uns auch ganz offen über den ungeheuren positiven Wert von gezielt gesetzten Marktelementen sprechen. Denn ohne Marktelemente funktioniert keine Wirtschaft. Das haben wir ja an dem Pseudokommunismus gesehen. Ne? Ja, und ich glaube, das ist genau der richtige Denkansatz. Nur es ist natürlich, jetzt wenn wir über politische und solche Sachen reden, scheint es ein bisschen schwierig, den Zusammenhang richtig zu verstehen. Ich denke, man kann sich das analog vergleichen wie mit einem Marktplatz, zum Beispiel an der Börse, ja. So, da gibt es jemanden, der bietet die Rahmenbedingungen, dass frei gehandelt werden kann. So, und dann gibt es ein paar Eckdaten, ja, ein paar Dinge, die man beachten muss. Aber was da im Detail genau passiert, das ist dem Marktbetreiber völlig egal. Der sorgt nur für die Einhaltung der Marktregeln. So, das heißt, der bestimmt nicht, ob diese Aktie hoch oder runter geht oder ob ein Unternehmen pleite geht. Das ist dem Piepsfrosch egal. So, für den ist wichtig, dass möglichst viel und frei gehandelt wird. Und so verstehe ich auch die positiven Anreize, dass der Staat, ja, oder die neue Gesellschaft eben dafür sorgt, dass eben die positiven Anreize das Steuerungssystem sind und nicht die negativen Anreize. Und daraus ergibt sich, wie Herr Dillen schon ganz richtig sagte, ein Wettbewerb um die besten Ideen, um die besten Konzepte und niemand kann vorhersehen, wohin das führt. Aber eins ist klar, es wird immer zum bestmöglichen Ergebnis führen. Aber ich würde jetzt dann dazu übergehen wollen, dass wir jetzt tatsächlich zu dem Sozialsystem sprechen und sehen, wie wir das erreichen können mit null Arbeitslosen und null Obdachlosen. Ich nenne mal die zentralen vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten. Es reicht, wenn ich im Sessel sitze und dem Arbeitslosen sage, ja, dann bewerben Sie sich mal für einen Job und ich gebe Ihnen mal so eine kleine Maßnahme und dann wird das schon klappen. Ja? Das reicht nicht. Das ist zu wenig. Das heißt, das ist der vorteilbringende Irrtum, der zum Nichthelfen des Arbeitsamtes führt. Ja? Und der zweite vorteilbringende Irrtum ist, ach ja, wir müssen unsere Arbeitslosen verhungern, wenn wir ihnen nicht das Hartz IV auf 500 Euro erhöhen oder ihnen gar ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1500 oder 2000 Euro geben, sonst verhungern uns unsere Arbeitslosen. Das ist ein Verwöhnungskonzept. Es gibt, also wenn ich Menschen als Kunden brauche, also und das jetzige Arbeitsamt, muss man ganz klar sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht, braucht die Arbeitslosen, weil das ihre Rechtfertigung ist und die Grundlage ihrer Karriere ist. Sie können nur Karriere machen im System, sie können ausschließlich nur dann Karriere machen, wenn das Heer der Arbeitslosen erhalten bleibt und möglichst noch größer wird, was ja gerade durch Corona geschieht. Ne? Und, ja. Und diese beiden Dinge, sie können die Leute festhalten durch Verwöhnung, sodass die sich überlegen, soll ich wirklich arbeiten gehen, wenn ich 500 Euro im Monat bedingungsloses Grundeinkommen habe, wofür die ich mir alles Mögliche kaufen kann, denn ich habe Ihnen ja gesagt, dass unsere Tests darauf hier, ich habe gerade die letzten Wochen zum Beispiel getestet, dass ich mit 30 Euro im Monat mich kerngesund ernähren kann. 1 Euro pro Tag, mehr brauche ich nicht. Ne? Also das heißt, das ist ein überbordendes Verwöhnungssystem, ja. Und wir haben noch weitere Verwöhnungssysteme. Warum dulden wir im reichsten Land der Erde, einem der reichsten Länder der Erde, das Wühlen in Mülleimern nach Pfandflaschen? Warum machen wir nicht 5 Euro Pfand für jede Flasche? Ja? Warum dulden wir, dass es erlaubt ist, sich in Müllcontainer hineinzuwerfen und da die Essensreste aus den Supermärkten rauszucontainern? Warum dulden wir sowas in einem der reichsten Länder der Erde? Ja, das mag ja auch seuchenmäßig bedenklich sein. Ja? Und wollen wir irgendwann dulden, dass wir Kinder haben, die auf Müllhalden wohnen und dort essen und leben? Wollen wir das? Wollen wir da wirklich hin? Oder wollen wir einen richtigen Sozialstaat, wo das keiner braucht,
weil jeder in Arbeit ist, jeder sich integriert fühlt, jeder wieder in der Mitte der Gesellschaft ist. Wir wollen, dass jeder Mensch in der Mitte der Gesellschaft sich empfindet. Und wenn er nur mit einer Hand als Behinderter 2 Stunden am Tag ein paar Handgriffe tut und anderen zureicht, und dann fühlt er sich als Teil der Gesellschaft und Teil der arbeitenden Gesellschaft. Und das wollen wir, dass jeder sich wieder in der Mitte der Gesellschaft, wir wollen keine Vereinsamten mehr, wir wollen keine Einsamkeit mehr, wir wollen keine Selbstmorde mehr, wir wollen wir wollen wirklich eine soziale Gesellschaft. Ja? Ich hoffe, das ist verständlich. Ich würde jetzt zur Wortklärung noch mal kurz einhaken wollen. Verstehe ich das richtig? Ich meine, ja, wir wollen eben nicht dulden, dass so etwas ist, dass zum Beispiel die Notwendigkeit sich für Menschen ergibt, dass sie im Müll zum Beispiel sich Lebensmittel holen. Wenn wir jetzt nur sagen, warum dulden wir das, dann könnte man ja daraus verstehen, naja, dann müssten wir das unterbinden. Aber das, was wir machen wollen, ist ja, dass wir erreichen wollen, dass das nicht mehr nötig ist. Wenn jemand Hartz IV bekommt und zum Beispiel alkoholsüchtig ist, dann ist es doch ganz klar, dass das Geld irgendwann relativ und zigarettensüchtig ist. Dann ist doch klar, dass das Geld schneller zu Ende ist als der Monat. Und dann geht er Flaschen sammeln. Aber wir wollen doch den Menschen von der Alkoholsucht wegbringen und der Zigarettensucht. Wir wollen ihn doch durch unsere neue Gesundheitsreform doch in ein gesundes, glückliches Leben führen mit gesunder Nahrung, die übrigens spottbillig ist, ja? Und wir wollen doch nicht ihn in der Sucht verkommen lassen. Unser jetziges Sozialsystem hat sich arrangiert, weil es für alle profitabel ist, für alle Sparten des Sozialstaates profitabel und karrierefördernd ist und vorteilbringend ist, haben wir uns mit einer Totalverwahrlosung einer riesigen Parallelgesellschaft abgefunden. Nämlich der Parallelgesellschaft der Ausgegrenzten, der Abgehängten und derer, die sich auf dem Abstellgleis befinden. Wollen Sie das so lassen? Wir müssen halt alle Aspekte zumachen. Wir müssen die Verwöhnungsaspekte runterfahren und wir müssen das Nichthelfen hochfahren. Also wir müssen von Nichthelfen zu ganz viel Helfen hochfahren. Das machen wir durch die positiven Anreize, also die Verdienstzuschüsse für jeden Untergebrachten in Arbeit, ja? Und wir müssen die Verwöhnungsaspekte wegnehmen. Ja? Denn die beiden Scheren, die beiden Zangenköpfe halten die Leute fest in der Verwahrlosung. Wir wollen, dass die Suchtkranken geheilt werden durch unser Gesundheitssystem. Also es geht ja im Prinzip auch darum, wieder Verantwortung zu übernehmen, wenn ich es richtig verstehe. Also die Menschen auch wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Ja. Und dadurch fühlen sie sich halt auch wieder gesehen und gebraucht. Ja. Und das ist ja quasi so ein Dominostein. Ja. Den man dann anschubst und dann funktioniert es ja im Prinzip automatisch. Das ist ja das, was jeder möchte. Ja, das ist, was jeder möchte, außer dass die Sozialsparten halt nur Karriere machen können, wenn diese Parallelgesellschaft der Verwahrlosten erhalten bleibt als Kunden. Ja. Was es dann dem Einzelnen schwer macht, sozusagen das zu verfolgen, was wir ja jetzt sagen, dass es jeder möchte, dass er nämlich das Gefühl hat, gebraucht zu werden und dass er eine Erfüllung im Leben spürt. Wer im Moment heroinsüchtig ist, der freut sich über die Verwöhnung durch die Sozialsparten, weil er noch nicht begreifen kann, dass er später in Arbeit ohne Heroin viel glücklicher sein kann, als er jetzt mit Heroin ist und mit der Verwöhnung durch die Sozialsparten. Wir wollen ja die Leute wieder auf einen gesunden Leben. Wir wollen doch keine Gesellschaft der Süchtigen weiterhin dulden. Ja? Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wirklich viele Drogenabhängige das wirklich freiwillig machen. Aber ich denke mal eher, die sind durch diese Gesellschaft, durch unser System ganz oft da hineingerutscht. Der vorteilbringende Irrtum heißt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Gerade bei Corona aktuell, haben Sie es gerade gesehen im Fernsehen, also Körperkontakt ist schlecht, weil Körperkontakt macht krank. Das ist ja das Signal bei Corona im Moment. Ja? Aber seit Tausenden von Jahren haben die Frühhändler und Frühärzte immer eins signalisiert, Körperkontakt.
Langes Stillen, das ist ekelhaft. Das ist ja sexueller Missbrauch, wenn die Mutter ihr Kind 5 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre stillt. Das ist ja widerlich. Körperkontakt. Ach, Sexualität, da hat jemand viel Sexualität, ist ja widerlich, ja? Und so weiter. Und diese glücksfeindlichen, vorteilbringenden Irrtümer führen zu einer Unterdrückung des Glückes, und das führt die Leute in die Heroinsucht, in die Alkoholsucht, die Zigarettensucht, die Konsumsucht, die Kaufsucht, die Shoppingsucht und, was natürlich wieder für die Sparte der Händler höchst profitabel ist. Sie müssen sich die Welt wie einen großen Kuchen vorstellen. Wir alle sind der große Kuchen. Und wir gehören irgendwo auch alle Sparten gehören zu dem großen Kuchen. Aber jede einzelne Sparte versucht aus dem Kuchen möglichst viel herauszubeißen und selber dazu profitieren auf Kosten aller anderen. Aber jede Sparte wird auch selber geschädigt, weil alle anderen Sparten auch an jeder eigenen Sparte wieder nagen. Ja? Denn auch der Arbeitsamt-Mitarbeiter leidet ja unter dieser schlechten gesellschaftlichen Situation. Ja? Gut, und was wäre dann der Schritt, um beispielsweise jetzt die Null-Verwahrlosung zu erreichen? Der letzte Schritt ist, wenn Sie ein paar Leute haben, die Sie nicht nirgendwo unterkriegen, weder ehrenamtlich noch sonst etwas. Da wird es ein paar geben, die sagen, ich mache höchst soziale Arbeit. Ich mache zum Beispiel irgendwas Gemeinnütziges, das zwar nicht als ehrenamtliche Einrichtung gilt, aber ich kann das dem Arbeitsamtmitarbeiter nachweisen, dass ich das täglich tue und so weiter. Und dann wird er auch, dann wird sich damit der Arbeitsamtmitarbeiter zufrieden geben. Ja? Aber wenn Leute noch sonst übrig sind, gibt es ein ganz einfaches Mittel. Mit den 0,5 Billionen Euro jährlichen Wirtschaftswunder, die die Summe aller Reformen jedes Jahr auf Dauer bringt, stellen wir selbstverständlich alle, die noch übrig sind, als Mitarbeiter des Arbeitsamts an, und die helfen jetzt weiter, die allerletzten noch in Arbeit unterzubringen und zu verhindern, dass jemand überhaupt noch mal arbeitslos wird. Ich habe ja dann gesagt, dass wir dann langfristig die Arbeitslosigkeitsgelder zurückzahlen können und die Arbeitslosenversicherung nur noch minimieren können, weil fast niemand mehr dann arbeitslos wird. Und jetzt wäre das nächste von der Verwahrlosung, wäre die Null-Obdachlosigkeit. Waren Sie schon mal in den Großstädten, wie hässlich das ist, wenn in jeder Ecke der Kot und der Urin, und die Obdachlosen wissen sich ja nicht anders zu helfen. Wollen wir diese Massenverwahrlosung in der Obdachlosigkeit zulassen? Und das Konzept lautet Recht auf Wohnung. Die Wohnungsämter, alle Behörden werden gesund geschrumpft, die Finanzämter, da werden Zuschüsse ausgesetzt für die Mitarbeiter in allen Behörden, dass sie die Behörden, jeder, der einen Vorschlag hat, die Behörde runterschrumpft, zum Beispiel das Steuerrecht total vereinfacht, ja, die kriegen die Zuschüsse und die werden die Chefs in Zukunft, ja. Und dann schrumpfen all die Behörden runter. Und dann können wir die Leute, die frei werden, Herr Loses, Ihnen wird das gefallen, diese frei werdenden Leute können wir als wertvolle, denkende Mitarbeiter in die Wirtschaft, in die real werteschaffende Wirtschaft entsenden. Ja? Denn in den Behörden brauchen wir die nicht. Die haben sich selbst aufgebläht. Jede Behörde neigt dazu, sich mit komplizierten Steuergesetzgebungen immer unentbehrlicher zu machen und immer noch mehr Personal zu brauchen. Nein, wir müssen die mit Verdienstzuschüssen belohnen, die Vorschläge machen, wie die ganze Behörde auf ein Zehntel runtergeschrumpft werden kann. Oder noch kleiner. Und die frei werdenden Mitarbeiter, die Beamten, entsenden wir in die Wirtschaft. Da muss jeder mit anpacken in Zukunft. Das wäre ja gleichzeitig auch ein Schritt wieder in eine Zeit zurück, wo sich der Staat ja nun wesentlich mehr engagiert hat in zum Beispiel sozialer Wohnungsbau. Ja, natürlich. Das heißt, wir müssten auch den sozialen Wohnungsbau möglicherweise ganz hochfahren. Also unser Rezept lautet jetzt, ich bleibe mal jetzt nur bei den vorteilbringenden Irrtümer, auch das Wohnungsamt haben wir ja genannt. Am besten zurücklehnen und nichts tun und den Leuten nicht helfen und ansonsten sie höchstens mit Verwöhnung festhalten in der Not. Ne? Ja, das ist ja immer die gleichen vorteilbringenden Irrtümer. Aber die positiven Anreize sind jetzt ein bisschen anders, nämlich das Wohnungsamt ist das Einzige, was ein bisschen wachsen muss vielleicht, ja, denn wir spalten vielleicht eventuell jedes Wohnungsamt der Stadt in 3 konkurrierende, in Wettbewerb, jetzt haben wir wieder Marktelemente, ja, 3 konkurrierende Wohnungsämter auf, und jedes Wohnungsamt bemüht sich, also quasi alle, zum Beispiel alle
Wohnungen, die bis jetzt sowieso von Staatshand bezahlt werden, da tritt automatisch eines der drei Wohnungsämter als Hauptmieter auf. Und alle anderen Wohnungsämter verhandeln mit allen anderen Vermietern der Stadt und treten überall als Hauptmieter auf, sodass also die Mieter einen Markt haben zwischen drei Wohnungsämtern oder vier oder fünf, damit kein Kartell und kein Monopol da, Tendenzen da entstehen sozusagen, sodass die Mieter, die Vermieter einen marktgerechten Preis vom Wohnungsamt bekommen. Und das Wohnungsamt als Hauptmieter immer einen Überblick über die Gesamtwohnungslage in Hamburg hat, ja? Und dadurch sozusagen das Ziel Null Obdachlosigkeit erreichen kann, indem sie sozusagen alle freistehenden Wohnungen und Häuser und so weiter im Blick haben und sofort sozusagen eines der drei Wohnungsämter sozusagen sofort den Obdachlosen, die Sozialarbeiter haben, kriegen auch wieder Zuschüsse für jeden Untergebrachten. So sammeln die Polizei und die Sozialarbeiter die Obdachlosen ein, führen sie einer Dusche und einer Grundreinigung und neuer Kleidung zu, bringen sie zum Wohnungsamt und das Wohnungsamt bringt sie sofort in eine von Staats wegen eingerichtete Wohnung, wo zum Beispiel, wenn ein Mobiliar kaputt geht, der frühere Obdachlose zwar ein bisschen was von seinem Hartz IV oder mini-bedingungslosen Grundeinkommen abgeben muss für den kaputtgemachten Kühlschrank, damit er nicht verantwortungslos handelt, aber ansonsten kriegt er ja noch Strom und Internetkommunikation mit Festnetztelefon bezahlt und so weiter. Und dann haben wir die Menschen untergebracht und dann betreut das Wohnungsamt mit seinen Sozialarbeitern die Obdachlosen so kontinuierlich, denn die Zuschüsse des Wohnungsamtes werden davon abhängen, von den Wohlfühlstimmen oder anderen Rückmeldedaten der Hausbewohner. Denn wenn der Obdachlose da Remi-Demi macht und das ganze Haus aufmischt, ja, dann führt das ja zu Unfrieden im Haus und das müssen wir messen. Und dieser Unfrieden führt zu geringen Verdienstzuschüssen und der Frieden im Haus führt zu hohen Zuschüssen. Also werden die Mitarbeiter diesen Obdachlosen so lange betreuen, bis der überhaupt mal in der Lage ist, es in einer Wohnung auszuhalten. Ohne Remi-Demi zu machen, ohne alles kaputt zu machen. Und dann eben gegebenenfalls in einem Team mit Psychologen und so weiter, damit dann diese... Ich empfehle dem Psychologen, zu unserer neuen Therapie zu wechseln, dann, wenn es soweit ist, spätestens nämlich zu der, die Leute haben ja im Kopf diese, denken Sie nur an die glückszerstörenden, vorteilbringenden Irrtümer. Das hat man ja im Kopf, damit lebt man ja. Daraus resultieren Verklemmtheit, Schüchternheit und ähnliche psychische Störungen. Ne? Und die behandelt man, indem man diese sozusagen VIs beenden, Psychotherapie macht. Ja? Kann man dieses Betreuen solcher Leute auch als erstes vielleicht sich so vorstellen, wie so ein generationsübergreifende Wohngemeinschaften? Auch das wäre möglich. Ich bin ja, meine persönliche Meinung ist, dass wir den Arzt, den Hausarzt und die Hausarztersatzpraxen jetzt sowieso dahin beraten, ihre Mitglieder. Und dieser wäre ja dann auch versichert. Wir haben ja drei Versicherungen. Krankenversicherung, ja. Pflegeversicherung und neue Rechtsschutzversicherung für alle. Damit auch die Rechtsanwälte friedensstiftend wirken und nicht Geld machen. Und damit auch der Obdachlose sich auch rechtlich geschützt fühlt. Ja, das wollen wir. Aber sozusagen die Hausärzte werden darauf drängen, dass sich möglichst viele ihres Healthy Lifestyle Clubs, ihrer neuen Gesundheitskommune, für mehr Generationen wohnen entscheiden. Ja? Und dann sowas wie der Mensch wird krank, wenn er einsam ist. Die größte Krankheitsursache ist laut Professor Manfred Spitzer Einsamkeit. Ja? Wir müssen doch die Menschen wieder in Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften, in Kommunen, in guten WGs, aber die müssen alle ärztlich und psychologisch begleitet werden, sonst zerfleischen sich die Leute, weil sie ja alle durchmanipuliert sind durch irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer, die zum Beispiel lauten, ich habe immer Recht und alle anderen haben immer Unrecht.
Ja, und das führt immer zu Streit. Ne? Sondern die Leute müssen lernen, ja, vielleicht habe ich gesagt, habe ich selber oft gar nicht recht, sondern wir müssen doch jetzt mal im Sinne eines Mediationsprozesses mit Hilfe unseres Hausarztes verhandeln. Und zwar, dass jeder 3 Minuten Redezeit bekommt und dann sozusagen der eine seine Sicht des Konfliktes darstellt und dann der andere und niemand redet dem anderen rein, sondern man hört einander zu und dann versteht man vielleicht, hoppla, ich hatte ja Unrecht. Wobei wir damit auch schon wieder in der Veränderung des Schulwesens sein müssen. Ja, das Mediation muss ins Schulwesen rein. Ja, unsere neue Mediationstechnik, nicht die veralteten. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir den sozial entwickelten Menschen am Ende der Schule haben wollen. Den sozial reifen, menschlich reifen und auch wissensmäßig reifen. Denn den wissensmäßig reifen brauchen wir für unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Herr Lohse, ich hoffe, Sie widersprechen mir nicht. Nee, ich widerspreche Ihnen nicht. Ich dachte, ich müsste nur zwischenzeitlich, während wir das erläutert haben, darüber nachdenken, dass ich durch meinen Beruf bedingt viele Menschen kenne, die ihr Leben lang eben in, ich sag mal, prekären Verhältnissen verbringen. So, und die aber auch, ja, ich sag mal, quasi so eine Art Bodensatz der Gesellschaft sind, sprich, denen können sie eine Wohnung hinstellen und einrichten. Und das Erste, was sie machen, ist, die Möbel zu verkaufen. Und dann gehen sie wieder auf die Straße und gehen auf die Platte, ja. So, und jetzt passen Sie auf. Wenn die Leute zum dritten Mal aufgegriffen werden, landen sie leider dann im Gefängnis. Ja, und das interessiert sie überhaupt gar nicht, ja, weil die eben nichts haben, ja, und man sie mit Gefängnis gar nicht bestrafen kann. Ganz im Gegenteil, im Winter sind sie da ganz begeistert von. Ja, die lassen sich sogar freiwillig einsperren, indem sie in den Supermarkt gehen und 2 Flaschen Korn klauen. Da kann ich Sie bestätigen, Herr Lohse, da kann ich Sie nur bestätigen. Ich erinnere mich an eine Sendung, wo ein Jugendlicher gesagt hat, das Jugendgefängnis ist eine hervorragende Jugendherberge, in der ich sehr gerne bin. Genau. So, und jetzt will ich das jetzt gar nicht irgendwie dramatisieren, sondern meine Überlegung war, ja, es gibt möglicherweise Leute, denen kann nicht geholfen werden. Also zum Beispiel gibt es vielleicht immer einen Prozentsatz von Drogensüchtigen in einer Gesellschaft, die intherapierbar sind. So, und vielleicht wird es aber das mit den Konzepten, die Sie jetzt vorschlagen, doch solche Bodensatzgruppierungen nicht mehr geben, weil dass sie überhaupt dahin gekommen sind, liegt ja eben durchaus in einer Folgewirkung unserer bisherigen Systematik, dass sie in ihrer Kindheit, in ihrer Schulausbildung, in ihrer Sozialisierung nicht ihren persönlichen Bedürfnissen gemäß gefördert und entwickelt wurden. Ja, ich das heißt, bin sicher, dass es vor 400.000 Jahren nicht einen einzigen Süchtigen auf der Welt gab, obwohl es das die Möglichkeit gab, denn wie ein Tierfilm mal gezeigt hat, gibt es in der Welt immer wieder vergorene Früchte und man könnte in der Natur auch eine Alkoholabhängigkeit entwickeln vor 400.000 Jahren. Und wenn die Affen diese Sachen finden, dann finden auch die Menschen diese vergorenen Früchte, ja, und könnten sie zu sich nehmen und dann alkoholsüchtig werden, ja. Aber das ist nicht sowas unter gesunden Zusammenleben von sozial integrierten Menschen, kommt es nicht zu Sucht. Ja, und deswegen meine ich eben, Herr Dürren, weil Sie fragten mich, ob ich da jetzt Einwände hätte. Nein, ich hatte eben einen Einwand durchdacht und bin eben zu der Meinung gekommen, dass dieser Einwand nur unter der Voraussetzung gilt, die ja dann zukünftig gar nicht gegeben sein würde. Ja? Das liegt nämlich auch daran, dass da Sie relativ neu Mitglied bei den Next Scientists for Future sind, ist es so, dass Sie noch nicht wissen, dass wir selbstverständlich die Gefängnisse reformieren müssen. Wir müssen uns schon überlegen, dass solange es überhaupt noch Kriminalität gibt, denn das nächste wäre jetzt das Thema Nullkriminalität. Das ist unser Arbeitsziel. Wobei bei Null Obdachlosigkeit, das können wir erreichen, das können wir auch garantieren. Null Arbeitslosigkeit, habe ich Ihnen gesagt, am Ende werden die Letzten beim Arbeitsamt eingestellt, ja? Also null Arbeitslosigkeit geht auch, null Kriminalität wird immer nur ein Ziel sein können. Ja? Aber dieses Ziel, null Kriminalität ganz nahe zu kommen, dafür hatten wir ja die Reform innere Sicherheit einerseits. Aber selbstverständlich, wenn wir Strafen verhängen, dann müssen diese Strafen auch Strafen sein und nicht ein Hotelaufenthalt oder ein Jugendherbergsaufenthalt. Also da müssen wir drastisch ändern, denn sonst funktioniert das nicht. Wie Sie richtig sagen, wenn ich das Gefängnis als ein Winterhotel ansehe, warum soll ich mich dann an irgendein Gesetz halten?
Oder wenn ich das Jugendgefängnis als eine nette, sympathische Jugendherberge empfinde, warum soll ich dann irgendwie darauf verzichten, den nächsten totzuschlagen? Naja, und mit den Süchtigen ist es genauso, ne? Also ich kenne viele, die Berufsbetreuer sind und die eben bei mir auch Kunden sind, der Auftraggeber für meine Immobilienbewertungsgutachten, man unterhält sich mit den Leuten. Und die klagen auch häufig darüber, dass sie mit irgendwelchen Alkoholkranken zu tun haben, die von einer Therapie zur nächsten gejagt werden, ja, aber nicht von sich selber, sondern schlichtweg von den Therapeuten, nach dem Motto, der muss doch irgendwie heilbar sein. So, während der Alkoholkranke selber, der ist nur gelangweilt, der hat schon 20 Therapien durchgemacht, ja, so, und ist da mehr erfahren als alle Therapeuten selber, der weiß, wie es ihm geht. So, aber man lässt ihn nicht in Ruhe, ja, so, alle 6 Monate muss er die nächste Therapie machen, ja. Herr Lohse, ich habe ja in ganz vielen Psychotherapie-Varianten so als Ausnahmetalent der Wissenschaft ja auch gearbeitet, praktisch, ja, jahrelang, viele Jahre lang. Und das liegt eben auch daran, dass die Konzepte, die wir dort haben, auch wieder teilweise vorteilbringende Irrtümer sind. Die führen nämlich zum Beispiel zu einer Dauerpsychoanalyse, sodass sie die Leute dann 5 Jahre, 5 Tage die Woche auf die Couch legen können, im schlimmsten Falle, und da, wo es richtig Geld verdienen. Nur das Therapiekonzept ist falsch. Also deswegen, jetzt habe ich übrigens den Namen, glaube ich, habe ich ihn wieder, das heißt VI-Abbautherapie, also nicht mehr VT für Verhaltenstherapie, sondern VI-Abbautherapie ist der Name der neuen Psychotherapie. Und wenn Sie diese vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen der Leute abbauen, dann verlieren die auch die Sucht. Weil wenn die Menschen wieder anfangen, also jetzt, ich mache mal ein Extrembeispiel. Eine extrem schüchterne und verklemmte, neurotische, wie man so sagt, neurotische Frau ist heroinsüchtig geworden. Ja, weil sie eben im Alltag kein Glück hatte und in der Liebe kein Glück hatte, dann hat sie sich, man sagt, dass Heroindrogen wie Orgasmen wirken, ja? Also wie künstliche Orgasmen wirken. Ja? Sie hat sich also die Ersatzbefriedigung durch Heroin geholt. Wenn Sie jetzt mit ihr eine Psychotherapie machen, die gezielt auf ihre Schüchternheit, Verklemmtheit und die dahinter steckenden vorteilbringenden Irrtümer der Körperfeindlichkeit, des Hasses gegenüber der Sexualität und so weiter und alle diese Dinge eingehen, ähnlich bei Magersüchtigen. Bei Magersüchtigen finden wir eine ungeheure Angst vor der Sexualität und dem Körperkontakt und so weiter. Und wenn Sie die Süchte therapieren, indem Sie die vorteilbringenden Irrtümer unserer Konsumsuchtindustrie in den Köpfen der Leute besprechen, also VI-Abbautherapie oder Psychotherapie, VI-Abbautherapie, ja, wenn Sie mit diesem neuen Verfahren die Dinge bekämpfen, das können Sie alles dann kostenlos bei den Next Scientists for Future lernen, ja, ne? Das werden wir ja auch allen Ärzten zur Verfügung stellen und allen Psychologen kostenlos zur Verfügung stellen. Damit kriegen Sie die Leute von der Sucht los. Und wenn Sie dann noch in einer Mehrgenerationenwohngemeinschaft leben mit echten, mediationsfähigen Mediationsleitern und, dann lernen die, ihre vorteilbringenden Irrtümer aus dem Kopf rauszuschmeißen, und dann werden die gesunde, glückliche Mitglieder der Gesellschaft und kommen in Arbeit und Brot und werden nützliche Teile der Gesellschaft und fühlen sich als Teil der Mitte der Gesellschaft und nicht auf dem Abstellgleis der Ausrangierten, die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder mit einem erhöhten Hartz IV abgespeist werden in ihrer Sucht. Gäbe es jetzt zu dem Thema Nullkriminalität noch weitere Faktoren? Einerseits eben die Reform der inneren Sicherheit und ich würde es jetzt mal so formulieren, dass Strafen auch richtige Strafen sein sollen. Gäbe es da noch weitere Faktoren von Ihrer Seite, die Sie sehen würden? Übrigens, da fällt mir ein, ja, zu Ihrer Frage, Herr Dr. Wilker. Das sind ja auch wieder zwei Zangenköpfe, ne? Einerseits Verwöhnung durch lasche Gefängnisse und andererseits Verwöhnung durch Gerichter, die überall mildernde Umstände sehen, weil sie dann bessere Vorteile haben für ihre eigene Karriere und ihre Wichtigkeit und die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes sozusagen und die Staatsanwälte und Polizisten ähnlich und so weiter, ja? Wir haben einerseits die Verwöhnungsseite und das andererseits das Nichthelfen, dass also weder die Richter noch die Staatsanwälte noch die Polizisten, die weigern sich regelrecht, den sozialarbeiterischen Part zu übernehmen, den Leuten zu helfen in ein nicht kriminelles Leben. Also die Polizei muss zukünftig auch Sozialarbeiter beschäftigen, ja?
Weil das Erste wird sein, warum haben Sie jetzt diese Straftat begangen? Wie kann ich Ihnen helfen, dass Sie leben können ohne diese Straftat? Haben Sie denn eine Wohnung? Und so weiter. Ja, also, und wie gesagt, wer zum dritten Mal registriert worden ist, dass er in eine Wohnung gebracht wurde und dann immer noch obdachlos angetroffen wird, der muss in einem harten Gefängnis leider landen. Und das muss aber dann auch als Strafe empfunden werden. Wir dürfen einfach sozusagen das Verwahrlosen nicht dulden. Für die Bürger nicht dulden und für die Obdachlosen selber nicht dulden. Und deswegen auch null Kriminalität erreichen wir, indem die ganze Polizei sozialarbeiterisch ist und, ja, und mit dem Arbeitsamt zusammenarbeitet. Und alle tun alles, damit alle Kriminellen auf einen legalen, glücklichen Lebensweg kommen. Das ist echte soziale Politik. Ich würde sagen, es ist echte und echte linke Politik. Alles andere ist pseudolinks und pseudosozial. Aber ich denke, wenn das sowieso in eine gewisse Richtung geht, wie zum Beispiel, dass Menschen in die Gesellschaft integriert werden, dadurch gesehen und gebraucht werden, was ich ja schon mal gesagt hatte, dann wird es irgendwann definitiv sowieso keine Kriminalität mehr geben, weil die löst sich automatisch auf. Ich bin sicher, dass vor 400.000 Jahren es nicht einen Kriminellen gab, weil die Menschen alle in ihrer Gruppe, in ihrer mehrere Generationen Wohngemeinschaft gelebt haben, ja? Dort einfach sozusagen so sozial geliebt und geschätzt und geachtet waren, dass es absurd gewesen wäre, jetzt zum Beispiel einer Frau Gewalt anzutun und sie zu vergewaltigen. Das wäre, auch bei den Bonobos finden sie das niemals. Ja? Das ist einfach nicht möglich, wenn man sich liebt in einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft des Naturzustandes. Also Kriminalität ist eine Erfindung, genau, des modernen Krankensystems. Und das wird geschürt und weiter erhalten, weil die Sparte innere Sicherheit davon lebt. Und deswegen bringt sie die vorteilbringenden Irrtümer mit, nämlich die dann am Ende dazu führen, zur Verwöhnung der Täter und zum Nichthelfen gegenüber den Tätern. Also diese Sozialsparten machen also quasi alle das Gleiche. Sie haben alle irgendwelche Irrtümer im Kopf, aufgrund derer sie denken, es würde ausreichen, man verurteilt jemanden. Dabei müsste der Richter sich verstehen als jemanden, der den Weg ebnet mit seinen Dingen, die er im Urteil ausschreibt, dass er den Weg vorschreibt, wie der Mensch wegkommt von der Kriminalität. Weil er will doch der Richter der Zukunft will nach unserem neuen Anreizsystem null Wiederholungstäter, während der Richter jetzt von den Wiederholungstätern lebt quasi oder seine Berechtigung erhält und genauso die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Ich sehe übrigens in dieser Sache zum Beispiel, dass die Menschen dann in einem generationsübergreifenden Gemeinschaft vielleicht wieder mehr leben. Nicht nur den Punkt, dass sie dann ein besseres Selbstwertgefühl und besser geschätzt werden, sondern ich sehe in so einen kleinen Gruppen sehe ich auch sozusagen kleinteilige Rückkopplung, also auch kleinteilige Korrektur, bevor sie zu sehr eben ins Negative gelaufen wird. Sprich, dass wenn sich jemand in dieser Gruppe asozial verhält, dann bekommt er relativ schnell Rückkopplung und dann wird eben bereits der frühe Ansatz zum asozialen Verhalten wird korrigiert und kann nicht so eskalieren, dass es eben dann zur richtigen Kriminalität überläuft. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe gearbeitet in solchen Kliniken, die nennt man die sogenannten 12-Schritte-Suchtkliniken. Anonyme Alkoholiker, Emotions Anonymous. Kennt das jemand? So 12-Schritte-Klinik. Wir beim Weltrat haben natürlich diese Konzepte wesentlich weiterentwickelt. Die haben ein sogenanntes Forum, wo dann in der Kliniksgemeinschaft, was ja auch eine Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft ist, sozusagen. Übrigens werden die oft in Hotels eingerichtet, solche Kliniken, ja, in früheren Hotels. Und in diesen Kliniken bringt dann einer Force Forum, wenn er sich durch einen anderen ungerecht behandelt gefühlt hat. Und das meine ich ja mit diesen Mediationsprozessen. Ja?
Da wird dann also bei der Mediation, dann wird jemand, werden die Leute aus der Gruppe kriegen 2 Minuten Redezeit und stellen ihre Außensicht dieses Prozesses dar und so weiter. Und so kommt es, denken Sie an die Bibel, wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, sprich mit ihm. Wenn nicht, bring's vor die Gemeinde oder nimm einen anderen Bruder und sprich mit ihm darüber. Und dann bring's vor die Gemeinde. Und genau das machen wir dann überall. Was meinen Sie, wie schnell, wenn es in einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft Streitigkeiten gibt, dann wird natürlich auch sofort die Sozialarbeiter des Wohnungsamtes informiert und die Psychologen und Sozialarbeiter der Ärzteteams informiert, die dafür Kontakt haben zu dieser Wohngemeinschaft und die helfen mit, da wieder das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit zu verbessern. Gibt es was Sozialeres, auch wenn es so nach Härte klingt, ja? Es klingt ja nach Härte, das Hartz IV und ein bedingungsloses Grundeinkommen etwas runterzufahren, um die Verwöhnungsseite wegzunehmen, weil es ist auch ein Faktor. Ja, es gibt Leute, die einfach durch diese Verwöhnung auch festgehalten werden in dieser Lage. Umgekehrt ist es ja auch so, ich meine, Sie hatten ja vorhin davon gesprochen, als wir über die Null Obdachlosen gesprochen hatten, dass eben jemand, der als Obdachloser eben auf der Straße lebt, der bekommt dann ja eine Wohnung zur Verfügung gestellt und dann eben Grundverbrauchsmittel, auch Internetzugang und dann Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rechtsschutzversicherung. Das ist ja eigentlich dann auch schon ein ganz gutes Paket und es wird halt nicht einfach als Geld gegeben, sondern es wird als unterstützende Eigenschaft gegeben. Ja, das ist da. Das heißt also letztendlich, dieses Recht auf Wohnung bedeutet, dass es keinen Wohnungslosen mehr geben wird. Innerhalb von 10 Stunden sind die Wohnungsämter, bringen sie irgendwo unter. Wenn und alle Hotels der Stadt stehen dem Wohnungsamt ja dann auch zur Verfügung, weil ich habe eben gesagt, das Wohnungsamt ist überall Hauptmieter. In das normale Hotelgeschäft greifen die nicht ein, aber sie haben immer im Computer, welches Hotelzimmer frei ist und welches belegt ist. Und dann heißt es halt ab ins Hotelzimmer mit sozialarbeiterischer, psychologischer Betreuung. Wobei man dann vielleicht eben das eine Übergangslösung wäre und dann würde man in eine Wohnung dann versuchen, das Genau. überzusiedeln. Und wenn man dafür viel neuen sozialen Wohnungsbau reicht, aber Herr Lohse wird von uns verlangen, ich kenne ihn. Er wird von uns verlangen, dass wir den Wohnungsbau unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gestalten müssen. Es muss so sein, ich weiß nicht, ob Sie unser Baureform schon kennen. Da wird es so sein, dass jeder, der eine Wohnung baut, hinterher finanziell gekoppelt ist damit, ob die Bürger sich entweder durch die Wohngifte vergiftet sind hinterher in der Wohnung oder ob es ihnen von der Baustruktur, von der Wohnungsanlage sauwohl geht in der Wohnung. Also die ganze Bauwirtschaft wird also ringen im Wettbewerb um das beste Konzept für ein behagliches Wohnen in einer giftstofffreien Wohnung. Das würde dann wieder über die Wohlfühlstimme Oder über andere Anreize. Wir müssen da wieder, also verstehen Sie, wenn Sie mich fragen, ich brauche vielleicht eine halbe Stunde, um eine Alternative zur Wohlfühlstimme zu entwickeln, wie wir die Bauwirtschaft finanziell koppeln können mit dem Wohlbefinden der zukünftigen Bewohner in dieser Wohnung und zwar über Jahrzehnte. Die Bewohner wechseln ja, aber die Ja. Baufirma bleibt immer die gleiche, die das erstellt hat und die haftet quasi ein Leben lang für das Wohlfühlen der Bewohner. Also von wegen giftige Wasserrohre, giftige Böden, giftige Teppichböden, giftige, ja und so weiter. Also mit Wohngifte. Sicherheit ist es so, dass ich komme ja nun aus dem Immobilienbereich, das Thema Wohnungsnot und Wohnungsmangel ist in einer freien Wirtschaft überhaupt gar nicht vorhanden. Aber Ja. immer dann, wenn die Unternehmer frei handeln können, dann bieten sie eben den Wohnraum an nach Angebot und Nachfrage. So, wenn keiner Geld hat, das zu bezahlen, wird weniger gebaut, dann sinkt das Angebot wieder. Wenn mehr Geld da ist, wird mehr gebaut. So, wenn Luxuswohnungen gebaut werden, ziehen die Leute, die auf dem Mittelstand sind, die Luxuswohnungen und die Mittelstandswohnungen werden frei und die Ärmeren ziehen in die Mittelstandswohnungen. So, das heißt also, das Thema Wohnraummangel wird in einer nicht staatlich subventionierten und gesteuerten
Immobilienwirtschaft nach meiner Meinung nie auftreten. So, aber was durchaus auftreten könnte, ist Push am Bau. Ja, das heißt also, diese ganzen Thematiken, dass trotz Bauvorschriften eben gesundheitsschädliche Materialien. Herr Lohse, weil es so wichtig ist, muss ich Sie unterbrechen. Bitte. Wegen dem Stichwort Push am Bau, ja? Also es ist quasi so, wir können die ganzen Bauvorschriften abschaffen. Alle diese Behörden können wir abschaffen. Denn wer in Zukunft pfuscht und ein einbruchsgefährdetes Haus baut, stellen Sie sich die Wohlfühlstimmen vor, wenn das Haus zusammenbricht. Die Leute sind tot und es läuft die Wohlfühlstimme 7 zum Beispiel dann. Aus diesem Schaden käme diese Baufirma nie wieder raus. Ja? Da müsste sie bluten über Jahrzehnte lang. Ja? Das heißt also, die Baufirmen werden so voll Verantwortungsbewusstsein sein, dass sie sagen, wir dürfen auf keinen Fall auch nur den geringsten Pfusch auf dem Bau dulden, weil dann haften wir dafür die nächsten 50 Jahre lang und bluten dafür. Verstehen Sie, dass Sie überall die ganzen Vorschriften wegstreichen können? Ja, es ist schon klar. Ne? Gut, ein gewisses Maß an Vorschriften wird so eine Million schon sein. Am Anfang, aber nach und nach wird die Bauwirtschaft, wissen Sie, die Bauwirtschaft, wir brauchen so viel freien Markt wie nötig und so wenig, wenn wir dann vier in Köln... Deswegen stimme ich ja denen wirklich nicht ganz zu. Ja, also wenn ich zum Beispiel sehe, das Städtebaurecht, was wir in Deutschland haben, was streng durchreguliert ist, aber eben ein objektives Recht, wo jeder einen Rechtsanspruch geltend machen kann, egal ob er Bauherr oder sonst nicht was ist. So, und ist so erfolgreich, dass es in viele Länder dieser Erde quasi exportiert wird oder zumindest adaptiert wird. So, und wenn man das zum Beispiel im Vergleich stellt zu denen, die weniger regulierte Städtebauplanung in den USA ist, da kann es durchaus sein, dass sie in einer Großstadt unmittelbar neben einem Wohngebäude eine Ölpumpe stehen haben, die nach Öl sucht. Ja? Das heißt, da haben sie Geräuschbildung, da haben sie Gasbildung, alles Mögliche. Sowas würde in Deutschland niemals vorkommen, weil solche Art von Produktionen schlichtweg gar nicht in Wohngebieten sein dürfen. Ja, aber die Wohlfühlstimme würde das genauso lösen. Stellen Sie sich vor, jetzt würde ein Bauherr in dem Wissen, dass da zum Beispiel ein Tsunami möglich ist oder ein Erdbeben möglich ist oder eine Ölförderung in der Nähe möglich ist, ja, würde in diesem Wissen eine Wohnung hinstellen, der würde doch nie wieder seines Lebens froh werden, weil die Mieter werden doch ihn, alle Mieter, die dort einziehen, werden ihn doch mit schrecklichen Wohlfühlstimmen abstrafen. Ja, da haben Sie recht. Verstehen Sie, wir haben das schon zu Ende gedacht. Wir würden natürlich diese ganzen Vorschriften erst Stück für Stück reduzieren, ja? Aber im Prinzip brauchen wir die nicht, weil wenn die Anreize stimmen, dann wird ein Bauunternehmer nie wieder eine Wohnung an einem tsunami-gefährdeten Strand bauen. Weil er Angst hat vor den Toten, die da entstehen. Während jetzt ist es ein Riesengeschäft, in einem Erdbebengebiet Wohnungen zu bauen. So nach dem Motto, ach, brauchen Sie keine Angst zu haben, hier kommt nie ein Erdbeben. Ne? Ja, nein, also der würde sich vorher genau erkundigen, wenn ich die Wohnung baue, die neue Wohnung, wenn ich investiere. Ist das ein erdbebensicheres Gebiet? Ist es ein umweltmäßig sicheres Gebiet? Ist es ein brandsicheres Gebiet? Ist es ein tsunamisicheres Gebiet? Wenn nicht, baue ich da nicht. Punkt. Ja, noch einmal die Situation, wenn wir in Hamburg, Sie sind ja in Hamburg, ne? Ich bin in Hamburg. Wir dort 5 Wohnungsämter haben, die alle preislich konkurrieren, eine neue Wohnung ist gerade gebaut worden von einem Unternehmer und der will jetzt einen marktgerechten Mietzins haben und das ist ja auch sein gutes Recht, er will ja vom Markt profitieren. Und jetzt überbieten sich gegenseitig diese 5, weil die Anreize in jedem einzelnen dieser 5 Wohnungsämter ist, dass du am meisten Verdienstzuschüsse kriegst als Mitarbeiter, wenn du auch am meisten Wohnung in deiner Hand hast. Ja? Dadurch sind die alle interessiert, diese Wohnung zu einem marktgerechten Zins anzubieten. Und alle werden bieten bis zu dem Preis, den die Wohnung auch tatsächlich wert ist. Ja?
Und dann kriegt dieser Vermieter einen marktgerechten Preis. Und was wird er tun? Er wird sofort 10 neue Wohnungen bauen, weil er sieht, er hat hier einen guten Markt, wo er für seine Wohnung die entsprechende Rendite verdienen darf. Ja? Und was die in Berlin machen, dass sie die Firmen enteignen wollen oder die Mieten deckeln wollen, ist ja quasi eine Entmutigung aller Wohnungsbauer. Ja, es ist, kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu, gerade beim Wohnungsbau, dass die Förderung des sozialen Wohnungsbaus indirekt auch zu einem sozialen Spannung führt. Also wir haben in Hamburg zum Beispiel dieses große europäische Bauvorhaben, was ja nun fast abgeschlossen ist, die Hafencity. So, dort war dann in vielen dieser Bereiche, hieß es dann in den Bauplanungen, ja, es müssen mindestens ein Drittel der Wohnungen sozialer Wohnungsbau sein. So, da gab es Ausschreibungen und dann haben eben die Unternehmen, die daran Interesse hatten, ihre Konzepte entworfen und irgendwann mal haben sie gebaut. So, ja, und Sie haben vollkommen recht, Herr Lose. Ich stimme Ihnen ja schon zu. Ja, Sie brauchen mich gar nicht überzeugen. Vielleicht ist sozialer Wohnungsbau generell ein Störfaktor in dem Ganzen. Wir brauchen einfach mehr Wohnungen. Ja, aber hier ist, worauf ich hinaus will, ist noch was anderes, Herr Dill. Hier ist es so, dass jetzt zum Beispiel in der Hafencity die Gebrauchtwohnung, die ist ein paar Jahre alt, sind ungefähr 6.500 Euro den Quadratmeter kosten. So, und da wohnen dann in dem Haus 2/3 der Leute, die das mit ihrem eigenen Vermögen oder mit ihrem Erbschaftsvermögen oder wie auch immer bezahlen müssen. Und 1/3 der Leute, ja, die eben aus dem sozialen Wohnungsbau kommen. Und das fragen sich die 2/3 teilweise, wieso darf derjenige, der überhaupt nichts an Finanzkraft hat, genau in der tollen Lage wohnen, wo ich quasi 30 Jahre lang meine Immobilie für abzahlen muss. So, das heißt, die Frage ist, warum ist es jetzt sozial gerecht oder nicht gerecht, dass sozial Minderbemittelte, obwohl sie nicht in dem Maße zur Wirtschaftskraft dabei tragen, trotzdem die Vorteile von Lage und von Aussicht und von Bequemlichkeit beim Einkaufen und so weiter haben, die andere sich erst hart erarbeiten müssen. So, das heißt, wenn man da kann es zu sozialen Spannungen führen. Wir reden gerade über ungelegte Eier. Und ich will gerade erklären, warum. Sie vergessen völlig einen Faktor, dass ja jedes Unternehmen, erstens mal, wenn wir eine sozialere Gesellschaft bekommen, kann es sogar sein, dass ein Trend ist, in Richtung aufs Land zu ziehen. Ja, sodass wir eventuell in den Städten den Wohnungsmangel gar nicht mehr haben. Denn warum leben die Menschen in Städten? Weil sie in den Städten wenigstens die Illusion haben, sie wären unter Menschen. In Wirklichkeit sind sie dort ähnlich vereinsamt wie auf dem Lande. Wenn aber auf dem Lande Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften entstehen rund um die Hausärzte, die Landärzte und so weiter, dann ist es auch wieder schön, auf dem Lande zu wohnen. Ja? Und dort stehen auch Wohnungen, Häuser leer. Ne? Und auf der anderen Seite vergessen wir auch noch dabei, dass ja die Unternehmen auch ein Interesse an den Wohlfühlstimmen und dem Wohlfühlen der Mitarbeiter haben werden. Und die werden sagen, ich werde es nicht mehr zulassen, dass meine Mitarbeiter zur Arbeit fahren müssen mit dem Auto oder mit dem Zug. Das will ich nicht mehr dulden. Wir bauen als Unternehmen Wohnungen für uns, und zwar Wohngemeinschaftswohnungen für unsere Mitarbeiter. Vor Ort, am Ort. Weil dann geben die bessere Wohlfühlstimmen ab, weil sie eine bessere Wohnqualität haben, weil sie eine bessere Lebensqualität haben und weil dieses schreckliche hunderte Kilometer Fahren am Tag zur Arbeit wegfällt. Ja? Und das, darin sehe ich die Zukunft. Also ich vermute, es könnte sein, dass wir in kurzer Zeit überhaupt gar keine Wohnungsnot mehr haben. Weil mehr Leute auf dem Lande wohnen, weil die Unternehmen neue Mitarbeiterwohnungen bauen, also quasi die Unternehmen als Wohnungsbaufirmen einsteigen, um die Mitarbeiter näher bei sich zu haben. Naja, also die Wohnungsnot, das sagte ich vorhin schon, das ist kein Thema, weil das hängt an den Baukosten, die eben durch die staatlichen Vorschriften ungefähr 40%, wenn nicht sogar bis zu 60% höher sind, als sie sein müssten. Ja, so, ja. Und damit die Renditen für die Bauträger entsprechend niedriger sind. Ja, das heißt, in dem Moment, wo solche staatlichen Regelungen ausfallen würden, könnten die Preise um 50% im Schnitt fallen, und dann kann entsprechend auch mehr gebaut werden. Ja. Ja. So, das ist also ein politisches Steuerungsproblem, was sich dann von ganz alleine löst.
sind noch Fragen zur Null-Arbeitslosigkeit, Null-Obdachlosigkeit und angestrebter, möglichst nahe Null-Kriminalität. Dann, wie wäre es denn mal mit Weltfrieden? Also, unsere Waffenindustrie, in den USA ja auch Riesenthema. Woran verdient die eigentlich? Wann kann die so richtig Geld machen? Wo könnte ein Vorteil sein für die Waffen- und Rüstungsindustrie? Wenn es also Auseinandersetzungen gibt. Ja, genau, dann wird nämlich konsumiert. Wenn sich gegenseitig die Bürger nicht mit Mozartkugeln den Bauch vollschlagen, sondern mit Bleikugeln, dann wird verdient. Dann läuft die Kasse. Ja. Wenn Produkte verbraucht werden, müssen Produkte wieder nachproduziert werden. Genau, also Bürgerkriege, Kriege, der Krieg gegen den Irak, Bürgerkriege, Tötung von Gaddafi, von Hussein und, ja, das bringt Geld, bares Geld. Und wie könnte ein vorteilbringender Irrtum aussehen? Vorteilbringender Irrtum, ein Frühhändler hat zufällig Steinäxte dabei, die ersten Waffen der Welt. Und er erzählt, ein Händler erzählt die Geschichte, ah, da hat eine Mehrgenerationen-Wohngemeinschaftskommune, die andere nachts, übrigens, wir wissen, dass wir Menschen so gelebt haben. Wir sind Kommunentiere, ja, also wir kommen aus den Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften. Und vielleicht sollten wir dahin wieder zurück, ne? Und eine Kommune hat eine Wohngemeinschaft hat die andere, ich sag mal Wohngemeinschaft, ne? Hat die andere, eine WG, hat die andere nachts besucht und das war ein rauschendes Fest und die Getränke flossen in Strömen, nicht der Wein, ne? Aber die Getränke flossen in Strömen. Und jetzt hat der andere ein Sprachproblem, der übersetzt diese Geschichte falsch und irrt sich. Und der übersetzt die Geschichte als, eine Gruppe hat die andere nachts heimgesucht und totgeschlagen und das Blut floss in Strömen. Kleine Übersetzungsfehler, Irrtümer. Und dieser Irrtum, wenn er den erzählt, kaufen die Leute ihm sofort alle Steinäxte ab, weil sie Angst bekommen und darüber nachdenken, ob sie die Nachbargruppen nicht doch töten sollten, damit sie nicht überfallen werden können. Ja? Und schon kommt der Krieg ins Spiel als Gedanke. Und wir wissen, dass die Menschen vorher pazifistisch waren. Wenn wir in der Evolution weiter zurückgehen, vor 5 Millionen Jahren, 6, 7, 8, 9, 10 Millionen Jahren, haben wir Gewalt bei den Menschen. Da war es nicht friedlich. Da war es blutrünstig. Ja? Aber vor 4 Millionen, 3 Millionen, 2 Millionen, 1 Million Jahre bis vor 400.000 Jahren haben wir eine Evolution zum Vollpazifismus durchlaufen. Ja? Wir sind eigentlich pazifismusfähige Tiere. Jetzt kommt aber der Händler und erzählt uns, dass die Nachbarn uns umbringen wollen. Und jetzt fangen wir an, uns zu bewaffnen. Und dann ist irgendwann kommt es zwangsläufig zum ersten Totschlag. Und dann geht es los mit einer unendlichen Kette der Blutrachen und der Kriege und so weiter. Ne? Und der Händler wird zum Rüstungskonzern von heute, ne? Zum Waffenhändler. Also Bürgerkriege, Kriminalität bringt der Waffenindustrie Geld. Bürgerkriege, Revolutionen bringen Geld. Deswegen sind Revolutionen auch nur Waffenindustrievorgänge, ja? Wo die Waffenindustrie dran verdient. Ja? Und eventuell sogar gepusht hat. Ne? Und ich bin ganz sicher, dass bei der US-amerikanischen Politik die Waffenindustrie mit ihrer Mentalität, ja, der Mensch ist doch sowieso kriegerisch und dann ist es doch okay, dass wir den Saddam Hussein jetzt mal totbomben, ne? Und den Irak mal kaputtbomben. Das ist doch völlig okay, ist doch menschliches Verhalten. Ist doch ganz natürlich, machen wir einfach. Ne? Und daran verdient dann diese Rüstungsindustrie Milliarden. Und angeblich waren sogar Vater und Sohn Bush an den Profiten durch diese Kriege, die sie selbst angezettelt haben, finanziell beteiligt und haben gewonnen. Aber wir dürfen keine böse Absicht unterstellen. Die glauben halt ihre Irrtümer. Die in Amerika, ich habe das erlebt in einer Talkshow, in einer kleinen Telefonkonferenz-Talkshow, die Amerikaner glauben mehrheitlich, dass der Mensch Krieg braucht, weil das seine Natur ist. Also dass der Mensch eben meint, dass er im Zweifelsfall zu Gewalt greifen muss, um irgendwas zu erreichen. Richtig? Und das wird durch solche Geschichten erreicht, wie eine Gruppe hat die andere totgeschlagen, obwohl es gar nicht vorgekommen ist. Ja, im Grundprinzip geht es ja eigentlich nur darum, dass dadurch halt Unsicherheit und Angst vermittelt wird, um halt vermeintliche Sicherheit zurückzuholen. Und was hat damals der General Paul gemacht in der USA? Er hat gesagt, Saddam Hussein ist im Besitz von Massenvernichtung,
Verteidigungswaffen, die eventuell sogar uns in den USA als Raketen töten können. Und deswegen müssen wir jetzt zuschlagen, bevor er das macht. Also Angstproduktion, Angst führt zu Kriegskonsum und Kriegskonsum führt zu Gewinn für die Waffenindustrie. Logisch, oder? Könnte man es nicht eher so sagen, dass die Angst eben dazu führt, dass man sich mit mehr Waffen ausstattet und das führt irgendwann mal zu einer Eskalation im Krieg und dadurch dann eben den Verbrauch der Waffen und damit dann eben wiederum den Vorteil für die Waffenindustrie, weil sie neue Produkte verkaufen kann. Ja, allein diese Waffenstarre, das Waffenstarrende, das weist übrigens, die sprechen damit schon an, dass wir umstellen müssen auf eine reine Defensivrüstung, die nicht angriffsgeeignet ist. Denn allein schon die Tatsache, dass einem Land, einem Waffenarsenal bedrohlich gegenübersteht, kann ja schon zu einer Kurzschlussreaktion führen. Aber Sie müssen auch ganz klar sehen, die Idee des Präventivkrieges, also Saddam Hussein, das war ja quasi ein Präventivkrieg. Ich schlage Saddam Hussein tot und die Iraker tot, bevor sie mich totschlagen. Ja? Und wie können wir jetzt die positiven Anreize setzen? Welche positiven Anreize müssen wir setzen, damit wir genau das ein für alle Mal beenden? Einmal habe ich gesagt, wir müssen sozusagen auf Defensivrüstung für alle Staaten umstellen und beginnen mit Deutschland. Das heißt, wir sind nicht angreifbar, mit Hightech schützen wir uns, aber wir können auch niemanden angreifen. Das geht zum Beispiel, ein Denkmodell sind Mini-Abwehrraketen, die ihn nur abfangen können, aber nicht angreifen können. Also, es geht ja letztendlich darum, dass die Aktionäre ihr Geld weiterbekommen wollen von den Rüstungskonzernen. Und die Deutschen, alle Rüstungskonzerne, die bis jetzt Geld vom deutschen Staat bekommen haben, bekommen das gleiche Geld, und das sind ja am Ende die Aktionäre, die als Dividenden oder was auch immer, das gleiche Geld wird konstant gehalten, wenn die Zahl der weltweit Getöteten, gemessen von der UNO, im nächsten Jahr um 5% zurückgeht, der Gewalttoten. Na? Also wir brauchen eine unabhängige Messinstanz oder mehrere und wir brauchen den positiven Anreiz, dass alle Konzerne sich in Friedensförderungskonzerne umdefinieren und Friedensarbeiter einstellen, in die Krisengebiete entsenden und vielleicht kann man bestimmte Konzerne für bestimmte Krisengebiete der Welt zuständig machen und die sorgen dort dafür, dass seit Jahrzehnten schwelende Konflikte der Blutrache und so weiter endlich beigelegt werden. Und dann verdienen sie Geld. Und wenn nicht, geht jedes Jahr Ihr Einkommen um 5% zurück bis auf Null. Sie haben also im Prinzip 20 Jahre Zeit, für Weltfrieden zu sorgen. Verstehen Sie, wir müssen der früheren Rüstungsindustrie und zukünftigen Friedensförderungsindustrie einfach ein realistisches Ziel setzen, was schaffbar ist. Ich weiß nicht, ob 10% Reduktion der Toten weltweit überhaupt schaffbar wäre. Durch die besten Friedensarbeiter der Welt. Und die würden dann eben das Geld, was sie jetzt kriegen, sozusagen auch kriegen, wenn sie keine Waffen verkaufen, sondern sie müssen dafür dann keine Panzer mehr herstellen, sondern sie würden, ja, was sie an Geldern haben, in die Forschung für Defensivabwehrraketen, die ja von der Grenze bis zweifelsfalle sogar leicht unterirdisch eindringen können, falls jemand das Land erobern will durch unterirdische Prozesse. Bis hin zum All müssen sie ja hochfliegen können und müssen wie Nadelstiche, wie so eine kleine Horde an Nadelstichen, eine anfliegende Atomrakete ja zum Absturz bringen können. Also ich habe noch eine Verständnisfrage, Herr Dillon. Also gerade bei Krisen, die haben sich ja seit 100 Jahren, insbesondere bei den amerikanischen Kriegen, ja fast ausschließlich Präventivkriege gewesen. Das heißt, man greift an, bevor der andere sich verteidigen kann und sich erklären kann. So, wenn man genauer nachguckt, historisch sind das alles jedes Mal Lügengeschichten gewesen, ja, die, ja, propagandamäßig im eigenen sprechen Land wir nicht, wurden. Herr Lohse, sprechen wir nicht von Lügengeschichten, sondern von vorteilbringenden Irrtümern, an die die Politiker wirklich geglaubt haben. Ja, okay, das will ich jetzt gar nicht so thematisieren, sondern ich will das nur einleiten und meine, dass eben viele der Kriege zwar den Rüstungsfirmen Profite bringen und das insofern für die vorteilhaft ist,
aber die stecken ja in einem ganzen Komplex, ja, industrieller und politischer Interessenlagen drin. So, also manchmal werden ja Kriege geführt, ja, zwar von der, mit den Mitteln der Rüstungsindustrie, aber in Wirklichkeit geht es um Bodenschätze, ja. So, und es geht um wirtschaftliche Vorteile, wo ganz andere Industriezweige von profitieren. So, und insofern ist das ja ein multikomplexes Thema, wo ich es noch nicht sehe, dass die bloße, ich sag mal, Anreizänderung bei den Rüstungsfirmen zwangsläufig zu einer Änderung der Gesamtmotivation führen würde. Ja, also ich will nur daran erinnern, dass uns ja da auch die Sicherheitsstimme eine große Hilfe sein könnte. Wenn wir überall auf der Welt nur noch Defensivrüstung haben und alle Firmen nur noch niemand mehr an Tötungen verdienen kann, dann geben auch alle Bürger bessere Sicherheitsstimmen ab. Also müssen wir natürlich auch die Rüstungskonzerne auch besonders mit den Sicherheitsstimmen koppeln. Gesellschaft neu zu gestalten, ich hoffe, Herr Dr. Wülker und die anderen Parteimitglieder verstehen das, dass es eine Riesenkunst ist, für die die Professoren bis zu 52 Jahre gebraucht haben, um diese Kunst, sich Anreize zu überlegen. Wer von Ihnen war von selbst drauf angekommen, dass das Einkommen, wer hatte die Idee von Ihnen selber vorher schon, dass das Geld der Rüstungskonzerne quasi einzufrieren, wenn die Zahl der Getöteten im nächsten Jahr um 5% zurückgegangen ist? Wer hatte diese Idee schon vorher? Wir 52 Jahre gebraucht haben, um solche Ideen zu entwickeln, und wir können auch innerhalb weniger Tage und Wochen, wenn Sie eine andere Bedingung wollen, dann machen wir Ihnen ein anderes System. Das wird aber auch wieder zum Weltfrieden führen. Nur alle jetzigen Systeme führen da garantiert immer wieder zu Kriegen. Aber ich denke mal, wenn man ja generell irgendwann mal anfangen würde, jetzt in die Praxis es umzusetzen, die ganzen Veränderungen, dass es keine Obdachlosen mehr gibt, keine Arbeitslosigkeit, dann wird ja sowieso generell schon die Grundstimmung sich verändern. Genau. Und wenn man denn generell ja schon in 20 Jahren guckt, wird es gar keine Kriege mehr geben in dem Maße, genau. Weil das braucht gar keiner mehr. Jemand, der glücklich ist, ich will Ihnen zustimmen, jemand, der glücklich ist und zum Beispiel in seiner Mehrgenerationen-Wohngemeinschaftskommune, betreut vom Hausarzt, vom Wohnungsamt und so weiter, sich sau wohl fühlt, einen kleinen Job hat und sich sau wohl fühlt, ein Mindesteinkommen hat, Prinzip Mindesteinkommen, habe ich noch vergessen, muss ich gleich noch drauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen Mindesteinkommen und die großen bedingungslosen Grundeinkommen, ja? Warum soll der noch in den Krieg ziehen, ja? Und warum soll ein Konzern noch zum Kriegstreiber werden, wenn er dadurch nur Geld verliert? Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Wir sprechen ja hier wirklich über Zukunft, über Zukunftsvision, nenne ich das mal, je nachdem, wie denn die Partei irgendwann dasteht. Das wird ja nicht von heute auf morgen jetzt umgesetzt werden können. Wie verhält sich das, wenn zum Beispiel ein Mensch jetzt sagt, ich möchte heute anfangen, was zu ändern, ich gründe ein Unternehmen. Hätten Sie da auch eine Idee, wie man jetzt morgen anfangen könnte? Im Rahmen des jetzigen Systems kann ich mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, auch nur irgendetwas Gutes zu tun, weil das System erzwingt das Schlechte. Das ist ja so. Dieses System, das ja besteht aus Tauschhandel und Markt, erzwingt über die Fehlanreize zwangsläufig, entweder sie schädigen die Mitmenschen oder sie gehen pleite. Und das ist das Tragische. Wissen Sie, was Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirtschaftler, den wir zwar scharf kritisieren, der aber nicht in allem Unrecht hat, was er mit dem Begriff Mindesteinkommen meint. Mindesteinkommen bedeutet, dass wir null Arbeitslosigkeit am schnellsten erreichen, wenn der, Herr Lohse, Sie werden mir zustimmen, Sie brauchen nichts dazu zu sagen, aber ich hoffe, Sie werden mir nur kurz beipflichten, dass wir die Preise der Arbeit müssen wir dem Markt überlassen, weil der Markt das besser reguliert als die Versuche eines Mindestlohnes oder eines Tariflohnes. Das sind Marktverzerrungselemente, die nur schädlich sind und zur Dauerarbeitslosigkeit führen und zur Massenarbeitslosigkeit beitragen. Deswegen mögen auch die Sozialsparten, haben als vorteilbringenden Irrtum im Kopf,
Der Mindestlohn ist ganz toll und ganz wichtig. Und die Tariflöhne sind ganz toll und ganz wichtig. Und das verstehe ich unter sozialer Politik. In Wirklichkeit ist es unsoziale Politik, weil dann natürlich die Leute, die niedriger qualifiziert sind, keinen Job mehr bekommen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, der Tariflohn ist 15 Euro die Stunde und der Mindestlohn liegt bei 12 Euro die Stunde. Jetzt kommt aber ein Bewerber ins Unternehmen, der Unternehmer stellt fest, den würde ich gerne einstellen, aber seine Leistungsfähigkeit liegt nur bei 9 Euro die Stunde. Jetzt kann ich entweder sagen, ich akzeptiere den Verlust pro Stunde an 6 Euro die Stunde, dann geht aber mein Unternehmen pleite. Oder ich akzeptiere den Verlust von 3 Euro die Stunde, wenn es sich um den Mindestlohn handelt. Das kann sich kein Unternehmer erlauben, dann geht er nämlich pleite. Also wird er diesen, dem Abstellgleis der Verwahrlosung und der Ausgegrenztheit und wird der Betreuung der Sozialsparten überlassen. Wenn aber die Löhne und alle Preise völlig frei sind, dann kann er doch den Menschen für 9 Euro beschäftigen und kann andere für 6 Euro die Stunde beschäftigen und der Staat füllt den Rest auf, nämlich die Miete, die Krankenversicherung, die Rechtsschutzversicherung, die Pflegeversicherung und sein entweder sparsames Hartz IV oder miniaturbedingungsloses Grundeinkommen. Ja, verstehen Sie die Logik? Das heißt, Mindesteinkommen heißt, die sozialen Standards legen wir fest über das Mindesteinkommen. Aber betreiben doch nicht eine Verwahrlosung der Arbeitssuchenden, indem wir sie aussperren. Also man kann sagen, Tariflöhne und Mindestlöhne sind der Weg, wie die höher Qualifizierten sich die Konkurrenz der niedriger Qualifizierten künstlich vom Halse halten und sie der Verwahrlosung bei den Sozialsparten überantworten. Also Mindestlöhne und Tariflöhne und Gewerkschaften waren früher mal wertvoll, sind aber heute bei der Existenz eines Sozialstaates, der ja auch ein Mindesteinkommen garantieren kann, sind sie unsozial, asozial und sind keine linke Politik, sondern eine unsoziale Politik. Also wir sparen viel Geld ein, wenn wir Gewerkschaften und Mindestlohn und so weiter alles einsparen. Denn die Leute, die jetzt in der Gewerkschaft arbeiten, würden viel besser tun, wenn sie in der Wirtschaft Erfolge für die deutsche Wirtschaft erzielen würden. Herr Lohse, widersprechen Sie mir? Herr Lohse kommt ja ist ja auch inspiriert von der österreichischen Schule, die ich scharf kritisiere. Aber in vielem haben Sie recht. In diesem Punkt, hier müssen wir Markt walten lassen. Ja? Naja gut, also ich bin jetzt nicht der große Anhänger der österreichischen Schule, um das klarzustellen. Aber Sie kennen sie. Aber es ist eben so, dass sie eben anders als wir bei der klassischen Nationalökonomie denken, haben die eben einen anderen Denkansatz. Also eben aus der Sicht des Subjekts nach dem Motto, der Markt wird von Individuen gemacht und ist kein Planspiel. So, und alleine dieser Gedankengang, ja, der ist schon von ganz zentraler Wichtigkeit, weil man dann nämlich fragt, was für Bedürfnisse hat das Individuum, ja, und nicht kann ich alles im Voraus berechnen. Und das, ja, und jetzt sind wir bei der entscheidenden Neuerung des Weltrates. Danke, Herr Lohse, für diesen Input nochmal. Wir sind jetzt bei der entscheidenden Neuerung des Weltrates. Wir müssen ganz vorsichtig sein mit allen planwirtschaftlichen Elementen und müssen ganz vorsichtig aber auch sein mit allen Marktelementen. Und mit denen müssen wir total vorsichtig und gezielt umgehen. Und das Neue am Weltrat ist, dass er sagt, dort planwirtschaftliche Elemente, wo sie zwingend nötig sind, aber dann auch bitte schön richtig und keine Pseudoplanwirtschaft. Wir haben doch das Schrecken der Pseudoplanwirtschaft, kennen wir doch aus der Sowjetunion, wir kennen das aus der DDR, aus Venezuela und so weiter. Also das muss doch gekonnt gemacht werden. Und dann müssen wir aber gezielt auch Marktelemente einsetzen, wo sie besser sind als die planwirtschaftlichen Elemente. Und beim Lohn sind garantiert die Marktelemente tausendmal besser als jeder planwirtschaftliche Eingriff. Und der Mindestlohn ist Planwirtschaft. Ja? Der Mindestlohn und die Tariflöhne sind planwirtschaftliche Eingriffe. Und die sind schlecht. Das heißt, echt soziale Politik schafft die Gewerkschaften ab. Nein, ich denke, wenn man darüber nachdenkt, dass die Vor- und Nachteile eben einer Marktregulierung
dieser Art bin, wird man schnell feststellen, dass jeglicher staatlicher Eingriff in Bezahlung etc. Schlichtweg eine Subvention ist, genau dieses, da eine Grenze aufzubauen, so wie ich sagte, die, die überhalb der Grenze sind, die haben einen Schutzzaun, um sich von den anderen zu schützen, und die, die unterhalb der Grenze sind, werden dazu motiviert, auch unterhalb der Grenze zu bleiben. Ja. So, und damit wird es sozial gesehen immer schief. Hey, wir halten uns eine riesige Parallelgesellschaft der Ausgegrenzten dadurch. Ja, und die wird ja immer größer. Ja, ja, und die Sozialberufler sagen nichts, weil die machen Karriere. Ja, es kann ja deswegen schon langfristig nicht funktionieren, weil dadurch, dass die Staatseingriffe in der Form stattfinden, entstehen ja Ungleichgewichte. So, und dann versucht dann der Staat durch neue Eingriffe dieses Ungleichgewicht an anderer Stelle wieder zu beheben. Dann entsteht wieder noch an dritter Stelle ein Ungleichgewicht und am Ende hat man die Vollregulierung. Ja, so, das heißt, hätte es den ersten Eingriff gegeben, hätte es die anderen 99 Eingriffe auch nicht gegeben. So wie, was weiß ich, wenn das heißt, wir machen eine Abwrackprämie für Autos, ja, damit die Autos gekauft werden, ja, weil jetzt die Autoindustrie schlecht geht, ja, dann geben die Leute zwar ihr Geld aus für Autos, ja, aber die Möbelindustrie klagt und sagt, ja, das Geld, was eigentlich jetzt im Wohnzimmer umgesetzt wurde, wurde aber nicht ausgegeben. Ja, und zack, muss dann auf einmal noch die Möbelindustrie subventioniert werden, dann klagt der Dritte und sagt, jetzt fehlen mir die Umsätze. Ja. Die Gewerkschaften, als es noch keinen Sozialstaat zum Beispiel in den USA gab und die Leute vom Verhungern bedroht waren, da waren doch Gewerkschaften sinnvoll, weil die den quasi dann den Leuten wenigstens ein Nicht-Verhungern ermöglicht haben, ja? Aber heute haben wir doch das Prinzip des Mindesteinkommens. Es gibt doch heute schon Massen an Leuten, die ein kleines Einkommen erzielen und der Staat gibt alles andere dazu. Wohnung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und zukünftig dann auch noch Rechtsschutzversicherung und gibt noch dazu, wenn das Geld noch nicht mal fürs Essen reicht, ja? Er gibt doch alles dazu. Also dieses Prinzip Mindesteinkommen ist weit überlegen dem Prinzip Tariflöhne und Gewerkschaften und Mindestlöhne. Und wenn wir echte soziale Politik machen müssen, wollen, dann müssen wir das zwar nicht an vorderster Front, das muss im Parteiprogramm etwas weiter hinten stehen, müssten wir auch das mal irgendwann diskutieren. Und denken Sie mal, wie viele Milliarden wir jedes Jahr allein durch die Existenz der Gewerkschaften verlieren volkswirtschaftlich. Was das für Kosten sind und Verlust. Wir brauchen diese Leute doch in der Wirtschaft. Die Wirtschaft schwächelt doch. Gucken Sie mal, wer hat die letzten großen Erfindungen der letzten Jahrzehnte gemacht? Ich wiederhole mich. Die USA. Windows, Facebook, Google, Amazon. Alles kommt aus den USA, aber in Deutschland kommt nichts mehr. Die verwalten ihre veralteten Autos. Also ich denke, das ist jetzt natürlich eine neue Idee, aber es hört sich so an, als könnte man das nachvollziehen. Ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Sie hatten ja gesagt, dass es keine Mindestlöhne zum Beispiel geben sollte und dass eben die Löhne durch den Markt sich bestimmen. Aber wenn im Resultat dann dadurch Menschen in eine Situation kommen, wo sie sozusagen unterhalb einer Schwelle sind, wenn ich das Gesamtpaket betrachte, die drei Versicherungen, die Wohnungsmöglichkeit und die Ernährung und so weiter, dann würde der Staat das dann doch ausgleichen, richtig? Richtig, das ist das Mindesteinkommen. Ja? Also niemand fällt unter das Mindesteinkommen, weil der Staat alles, was fehlt, ergänzt. Und wenn der Mensch nur 1 Euro die Stunde kriegt, dann wird der Rest vom Staat aufgefüllt als Mindesteinkommen. Und es gibt dann niemanden, der kein Mindesteinkommen wenigstens kriegt. Ja, aber wie verhindere ich denn jetzt, dass Unternehmen versuchen würden, im Prinzip das Mindesteinkommen zu minimieren und dann sagen, der Rest wird ja vom Staat ausgeglichen? Diese These ist wieder ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten, die ja überall in unsere Köpfe versuchen. Dieser Irrtum wird ja als Killervirus des Geistes versucht, in unser Gehirn einzuspalten. Ich sage mal, warum das ein Irrtum ist. Ein vorteilbringender Irrtum für die Sozialsparten, weil das führt dann nämlich wieder dazu, dass sie ihre Kunden behalten. Sie müssen sich das Arbeitsamt und die Sozialsparten wie jemanden verstehen, der mit allen 10 Fingern sich an die Arbeitslosen klammert und sie behalten will als Kunden in ihrem Geschäft sozusagen.
So wie das Gefängnis durch Hotelcharakter die Kunden im Gefängnis festhalten will und als Wiederholungstäter immer wieder haben will. Ja? Jedes Hotel möchte ja seine Kunden immer wieder haben. Ja? Und der Irrtum dabei ist folgender. Es ist die falsche Vorstellung, dass Unternehmen irgendetwas profitieren könnten, dadurch, dass ja dann sie den Mitarbeiter ja gar nicht bezahlen müssten, weil das der Staat ja macht. Das ist ein großer Irrtum. Nehmen Sie ein Irrtum, das wirklich ein Produkt hat, das auf dem Markt gut verkaufbar ist. Sie werden bei Mercedes kaum einen Mitarbeiter finden, der nicht hochqualifiziert ist und sowieso 20 Euro die Stunde kriegt, 15 Euro die Stunde von sich aus schon kriegt, weil Mercedes wird auf dem Markt natürlich immer nach den besten Mitarbeitern suchen und die besten Mitarbeiter wissen, was sie wert sind und verlangen immer, was weiß ich, 15, 20, 30 Euro die Stunde. Das heißt, alle Leute, die wirklich was können, kriegen auch hohe Löhne. Und daran ändert sich gar nichts. Es geht jetzt nur um die Geschäftsmodelle, die sozusagen nichts einbringen. Ja, also Mercedes verkauft gut und kriegt Geld rein. Stellen Sie sich aber jetzt so, Hans-Werner Sinn bringt so einen kleinen Friseursalon vor. Ja, einen kleinen Friseursalon. Da sind die Kunden gerade mal bereit für einen Haarschnitt, was zahlt man heute, 20 Euro zu zahlen. Und jetzt haben sie eine riesig hohe Miete und sie haben drei Mitarbeiter. Und wenn sie denen jetzt 20 Euro die Stunde zahlen würden, müssten sie den Laden sofort wieder zumachen. Dann gehen sie nämlich pleite, weil die Miete so wahnsinnig hoch ist. Ja? Und die Geräte und die Technik und alles. Ja? Und dann will ja die Unternehmerin auch noch einen Unternehmerlohn am Ende haben. Die will ja auch nicht verhungern. Ne? Und dann ist es doch so, wenn die unbedingt einen Friseursalon machen wird und es viele arbeitslose Friseure gibt, deren Leistung aber eben nicht 15 Euro die Stunde wert ist, sondern nur 5 Euro die Stunde einbringt, weil die Kunden einfach nicht zum Friseur gehen, wenn sie 50 Euro die Stunde zahlen müssen, sozusagen. Dann gehen sie einfach nicht mehr hin. Ich schneide mir meine Haare immer selber. Es gefällt mir am besten so, ja? Also jeder Mensch kann sich auch die Haare selber schneiden, ja? Niemand muss zum Friseur gehen. Und dann passiert Folgendes. Die Leute, die höchst qualifizierten Friseure, die kriegen auch 100 Euro, ja? Aber was machen sie mit den Friseuren, die einfach mangels ihrer Fähigkeiten niedrig kompetent sind? Wollen sie denen die Möglichkeit wegnehmen, dass da ein Friseursalon entsteht, und wollen Sie die in der Dauerarbeitslosigkeit verwahrlosen lassen? Oder wollen Sie diesen Friseursalon lieber mit dem Mindesteinkommen sozusagen über Wasser halten? Und er ist da. Es ist quasi eine Beschäftigungsmaßnahme. Es ist eine ABM dann, eine vom Staat mit unterstützte ABM. Aber die großen Unternehmen werden doch niemals davon profitieren, sondern nur die Unternehmen, die sowieso eigentlich, wenn es dieses kleine Unternehmen nicht gäbe, dann wären alle Beteiligten arbeitslos. Und wollen wir das? Oder wollen wir sozial sein und sagen, wir fördern diese ABM-Maßnahme? Und das betrifft ja nur den Niedriglohnbereich. Alle erfolgreichen Firmen zahlen ja sowieso aufgrund der Marktpreise so hohe Löhne. Es kann sogar sein, dass dadurch, dass der Arbeitsmarkt ja dann leergefegt ist durch diese kleine Friseurbetrieb, ist ja der Arbeitsmarkt eher leerer, weil wir ja dann dem Ziel Null Arbeitslosigkeit immer näher kommen. Ja? Und dadurch müssen vielleicht sogar die Unternehmen, die erfolgreichen Unternehmen, sogar den Mitarbeitern, die sie neu finden wollen, immer höhere Gehälter zahlen. Es könnte sogar also sein, dass der Lohndurchschnitt der erfolgreichen Unternehmen eher ansteigt. Also die Frage, die Professor Hans-Werner Sinn Ihnen stellt als Parteimitglieder, ist: Wollen Sie weiterhin den Sozialspartlern Geschäfte ermöglichen und Karrieren ermöglichen, indem Sie diese riesige Parallelgesellschaft der Abgehängten und Verwahrlosten weiter erhalten wollen? Oder wollen Sie, dass jeder Mensch arbeitet? Und wollen Sie deswegen diese
niedrig qualifizierte Friseurmeisterin einen niedrig qualifizierten Friseursalon eröffnen lassen, bei dem die Kunden bereit sind, naja, 20 Euro ist der Schnitt wert, da gehe ich mal wieder hin. Ne? Ich kann mir diese Luxusfriseure nicht leisten. Ja? Und dann, die eine gewisse Kundschaft hat und wo der Staat daraus über das Mindesteinkommen eine Art ABM macht, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme über das Mindesteinkommen. Ist das nicht die bessere, sozialere Lösung, als die Leute in der Sucht vor dem Fernseher mit Bier und Schnaps und Zigaretten verwahrlosen zu lassen, bis sie früher sterben? Also ich denke, es ist auf jeden Fall sozialer und habe auch schon immer gedacht, dass man eben dafür sorgen muss, dass Menschen durch Arbeit dann auch eine gewisse Befriedigung und ein Selbstwertgefühl haben. Selbstwertgefühl, Herr Dr. Bülker, genau richtig. Selbstwertgefühl. Ich bin ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Ich arbeite mit. Spielt doch keine Rolle, dass der Staat da ein bisschen das Mindesteinkommen dazugeben muss. Ich tue, was ich kann. Ich bin nützlich. Ich denke, der Selbstwert ist auf jeden Fall, oder die Wahrnehmung des Selbstwerts ist auf jeden Fall besser, wenn man dann in Arbeit ist, als dass man einfach eben ein Arbeitslosengeld bekommt und keine Arbeit hat. Und eine andere Frage, die wir erst sehr viel später beantworten sollten, ist, also heute sehr viel später beantworten sollten, ist, warum haben wir denn so extrem viel Niedrigqualifizierte in Deutschland? Erstens wegen der Bildungswüste, das haben wir ja schon besprochen. Es gibt aber noch andere Gründe dafür, da kommen wir nachher zu. Ja? Denn wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten viel zu viele unqualifizierte Personen bekommen, niedrig qualifizierte Personen, und die müssen doch auch irgendwo unterkommen. Ja? Die können wir doch nicht verwahrlosen lassen. Ja? Also, mein nächster Vorschlag wäre, also Rüstungsfirmen haben wir, reine Defensivbewaffnung haben wir, ich gehe hier mal weiter, Vorwahlen. Ja, interessiert Sie so Vorwahlensystem? Warum das besser ist als Bürgerparlamente, denn die Economy for Mankind tendiert ja zu Bürgerparlamenten. Wir halten die für gut, aber es gibt viel Besseres. Ja? Also Volksentscheide, Bürgerräte, geloste Bürgerparlamente, geloste Bürgerversammlungen, was auch immer, Volksentscheide und so weiter. All dieser Weg, Demokratie zu verbessern, ist gut. Es gibt aber 100-mal bessere Systeme. Und zum Beispiel ist das Vorwahlensystem besser. Wollen wir das mal ein bisschen konkretisieren? Einen Staat zu verbessern, ist die schwierigste Aufgabe, die die Menschheit vor sich hat. Und die Menschheit steht vor diesem Scheideweg. Entweder wir machen es jetzt mal endlich richtig, oder wir verkommen weiter und in 3 Jahren kommt die Elefantengrippe und die Giraffengrippe und wir kriegen das gleiche Theater wieder. Ja? Also darum geht es hier. Also machen wir heute zum Schluss die Demokratie und warum also sozusagen Bürgerräte suboptimal sind. Was passiert in der Praxis? Sie haben zum Beispiel geloste Bürgerräte. Das sind keine Leute, die seit 40 Jahren Staatsmanager sind, sondern das ist im besten Falle eine repräsentative Wählerstichprobe, den gesamten Querschnitt der Gesellschaft zusammengestellt von den Bundeswahlleitern vertritt quasi. Und wenn man es dann auch irgendwie schafft, vielleicht mit Geldzahlungen oder wie auch immer schafft, dass wirklich alle dieser repräsentativen Wählerstichprobe dann teilnehmen, dann wird Folgendes passieren. Die werden sich externe Experten einladen. Wenn aber externe Experten etwas komplizierter formulieren, dann werden die sehr schnell müde werden und sagen, naja gut, es ist ja nicht mein Beruf, hier so komplizierte Sachen zu beurteilen. Und die werden dann einer Scheinlösung eher zustimmen, die unkomplizierter ist, wo sie meinen, naja gut, das kann man so, das wird es wohl sein, ja? Und dann werden die besten Experten eher ignoriert werden, weil es eine gute Lösung manchmal, sie soll so einfach wie möglich sein, aber so kompliziert wie nötig, eine Reform, ja? Und der Durchschnitt der Leute wird aussteigen, weil es sich um keine Profis handelt, sondern Amateure, denen es zu anstrengend wird. Während der Berufspolitiker und der Staatsmanager durch das Vorwahlensystem, der also antritt, weil er sagt, das ist mein Beruf, zu verstehen, wie man Staaten steuert,
Der wird sich die Experten deswegen stundenlang anhören, weil er genau weiß, er wird dann wieder abgewählt, wenn er nicht für maximale Förderung des Wohlfühlens, der Gesundheit und der Langlebigkeit und des Wirtschaftswunders in der Region, für die er zuständig ist, sorgt. Das heißt, er wird sich einen Experten auch noch zum tausendstmal anhören. Das müssen Sie mir noch mal erklären. Ich habe Sie immer noch nicht verstanden. Ich bin ein bisschen langsam. Aber bitte erklären Sie es mir noch mal zum tausendsten Mal. Wenn ich nämlich jetzt einen Fehler mache und Ihren Vorschlag nicht annehme, weil ich ihn nicht verstehe, dann kriege ich schlechtere Wohlfühlstimmen als die anderen Bundesländer und dann bin ich weg vom Fenster und meine Partei ist weg vom Fenster und das will ich nicht. Und verstehen Sie, dass der mit einer ganz anderen professionellen Energie rangehen wird, während die Bürgerräte und die Bürgerversammlungen werden eher sagen, ach, jetzt ist es mir zu anstrengend, jetzt nehme ich das, was auf den ersten Blick so gut erscheint, zum Beispiel großes bedingungsloses Grundeinkommen, klingt gut, machen wir. Und dann werden wir regiert von durchschnittlichen Ergebnissen und die Top-Ergebnisse gehen an uns vorbei. Ich möchte allerdings in Deutschland von den besten Leuten mit den besten Ergebnissen und von den besten Experten beraten, regiert werden und nicht von einem Durchschnitt der Gesellschaft, der zwar besser ist als korrupte Politiker und besser ist als eine Regierung durch die Konzerne, aber nicht optimal ist. Ja? Also deswegen, Bürgerräte sind gut und Bürgerparlamente sind gut, aber unsere Lösung ist tausendmal besser. Und dazu erkläre ich jetzt dann noch ganz kurz zum Schluss die Vorwahlsysteme. Herr Dr. Wülker, Sie wollen Kanzler werden. Das finde ich eine gute Idee, weil Sie sind fähig. Ja? Sie sind auch fähig, mit Experten zu reden und können das. Ja? Sie sind ein Doktor der Physik, Sie haben einen klugen Kopf. Sie bewerben sich jetzt melden sich mit einem kurzen Anruf beim Bundeswahlleiter. Und er sagt sofort, in Hamburg ist die nächste Sitzung, wo eine repräsentative Bürgerstichprobe zusammengestellt, abgeholt, hingebracht und finanziert wird und so weiter. Wenn Kinder betreut werden müssen, übernehmen die Jugendämter die Kinderbetreuung während der Zeit und so weiter. Also jeder kann teilnehmen. Da sitzen dann 500 Leute im Bürgerhaus. Und dann treten da 3 oder 4 Leute an, gegeneinander. Und jeder bekommt 2x15 Minuten, 3x15 Minuten, 1x30 Minuten, können Sie machen, wie Sie wollen. Und dann dürfen Sie 15 Minuten und dann später nochmal 15 Minuten, dann können Sie auf die Argumente der Gegner eingehen und so weiter, dürfen Sie Ihre Reformidee für Deutschland darstellen, nämlich dass Sie sagen, ich würde gerne Kanzler werden, zusammen mit den Experten der Next Scientist for Future vom Weltrat. Und weil die es können. Und ich zusammen mit denen kann Kanzler. Ne? Und dann werden die Wähler Sie wählen, weil das überzeugend ist. Und dann, also wenn Sie, Stichprobe, ja. Mhm. Wenn Sie ein paar Mal solche Wettbewerbe in Hamburg gewonnen haben und Sie dann und Sie die besten Ergebnisse, weil Sie mehr gewonnen haben, als dass Sie zweite Plätze und dritte Plätze erreicht haben in diesen Rennen, dann wird der Bundeswahlleiter gucken, die Gesamtsituation in Deutschland, ja, und wenn Sie dann vorne liegen, irgendwann in der Rangliste der neuen Bewerber, dann gibt es eine Sendung, in einem Bürgerhaus in Deutschland, vielleicht in Berlin, dann kriegen Sie die Fahrtkosten bezahlt, werden dorthin gefahren auf Staatskosten, ja, im Schlafwagen oder wie auch immer, und dann verhandeln Sie, also dann sprechen Sie ein paar Mal 15 Minuten und Frau Merkel ein paar Mal 15 Minuten. Und das ist immer möglich, auch dann in der Mitte der Legislaturperiode. Ja? Und wenn dann die Wähler sagen, nee, wir mögen lieber den Dr. Wülker als Kanzler, dann gibt es Neuwahlen, sofortige Neuwahlen. Und dann laufen so wie Trump und Biden, sind die Fernsehsender voll mit dem Duell Wülker-Merkel. Ja? Alle und jeder Bürger lernt sie kennen und lernt die Next Scientists for Future als ihre bevorzugten externen Berater kennen und dann werden sie gewählt zum Kanzler. Und das ist echte Demokratie. Und dann kommen fähige Sachen ans Land. Denn das, was wir im Moment machen, dass wir jetzt seit 6 Stunden über die Reformen der Next Scientists for Future machen, das werden die Wähler nicht können. Aber sozusagen sie
mit ihren externen Beratern, werden das rüberbringen können, dass das besser ist, als wenn die Frau Merkel, die kann ja ruhig ihren besten Berater mitbringen und sie bringen ihre besten Berater mit. Wir vielleicht unsere ehemalige Bundesgesundheitsministerin und einen ehrenamtlichen Assistenten, ja, und Frau Merkel tritt an mit ihren beiden besten externen Beratern und dann, liefern die sich Rededuelle mit Redezeituhren und so nach dem Motto Pro und Contra und dann machen sich die Wähler in den großen Sendungen der Medien, die da ja dann werbefrei sind und echt unparteiisch sind und so weiter, werden Sie, Herr Dr. Wölker, und Ihre Experten allen Deutschen bekannt und dann gehen 70% zur Wahl und dann werden Sie zum Kanzler gewählt. Und das ist eine gute Demokratie. Das ist die Alternative zur Wohlfühlstimmendemokratie. Also das wäre jetzt eine Alternative zu diesem Aufbau. Ja, ja, aber okay. Dann brauchen Sie keine Wohlfühlstimme mehr. Ja. Und wir können auch noch drei andere entwickeln. Verstehen Sie? Lassen Sie uns drei Wochen Zeit, dann entwickeln wir, wenn Ihnen die nicht gefällt, entwickeln wir Ihnen noch eine. Das ist 50 Jahre Qualifikation, ja? Herr Lohse, können Sie mir doch bestätigen, das, was Sie gelernt haben, das ist ein Handwerk, Sie können mit Zahlen umgehen, Sie wissen, können Gebäude beurteilen. Wer das nicht gelernt hat 40 Jahre lang, der kann das einfach nicht. Oder, Herr Lohse? Ja. Also auf jeden Fall ist es so, in jedem Lebensbereich meine ich, dass je länger die Expertise im Bildungsbereich ist, also bei Sport und Weiterbildung, als auch Berufserfahrung, das führt ja irgendwann mal zu einer Form von Leichtigkeit und Eleganz. Ja, das heißt, egal welche Anforderungen eingestellt werden, man findet immer eine Lösung, ja, auch wenn man nicht die Lösung sofort jetzt parat hat. Das heißt, man ist ja flexibel im Lösungsfinden und insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass eben die Next Scientist for Future auch auf jede Frage eine Antwort haben. Und wenn sie die nicht parat haben, haben sie dann in 10 Tagen eine Antwort drauf. Also da sehe ich kein Problem drin. Dann bitten die Next Scientist for Future bitte mal 2 Wochen Bedenkzeit, dann bringen wir ihnen die fertige Lösung. Ja? Also, denn das ist eine Kunst. Und durchschnittlich haben alle Mitglieder des Weltrates und der Next Scientist for Future haben alle durchschnittlich mindestens 40 Jahre Wissenschaftserfahrung. Das können Sie durch nichts ersetzen. Sie können jetzt kann die USA sagen, ja, wir machen das jetzt mal, wir übernehmen mal schnell die Reformen aus Deutschland, weil die dort ein Wirtschaftswunder haben. Dann sage ich Ihnen, das ist ja schön, dann werden Sie die USA kaputt wirtschaften. Denn Sie werden das nicht hinkriegen. Ihnen fehlen diese 40 Jahre Routine im Staatsmanagement, weil es das ja als Studienfach gar nicht gibt. Ja, oder wo können Sie Staatsmanagement studieren? Sie können nur eine pseudowissenschaftliche Politikwissenschaft studieren. Aber die bringt Ihnen gar nichts, ja? Die bringt lauter so unqualifizierte Leute, die dann bei Phoenix sich äußern dürfen, ne? Staatsmanagement ist quasi neu vom Weltrat geschaffen worden. Wenn Sie ich würde da jetzt nochmal gern zusammen zurückkommen auf das Vorwahlsystem. Das heißt eben, es würde regional mit einer gewissen Regelmäßigkeit solche Veranstaltungen stattfinden und wie gesagt, wer sich dann halt über mehrere Veranstaltungen Mehrheiten geholt hat, der würde dann quasi das direkt dann schon in Berlin mit angehen oder würde das sich erstmal in anderen Regionen auch noch bewähren? Ja, eventuell muss der Staat, der Bundeswahlleiter, den per Schlafwagen mit dem Intercity-Express vielleicht jemanden aus München und Hamburg in der Mitte Deutschlands zusammenführen zu einem Rededuell, damit sich entscheidet, wer dann Frau Merkel herausfordern darf. Genau, weil ich würde sehen, wenn jetzt in jeder Region sozusagen ein Spitzenrenner oder Spitzenreiterin ist, dann, wenn die alle nach Berlin gehen würden, das geht ja nicht ganz. Insofern also Sie kennen ja mittlerweile, so Herr Dr. Wölker, Sie kennen ja den Weltrat mittlerweile. Selbstverständlich haben wir daran gedacht. Wir müssen natürlich aus ganz Deutschland den Deutschland-Ranglisten-Ersten aller bisherigen Vorrennen natürlich präsentieren, Frau Merkel, und nicht irgendeinen, der nur in einer Region Sieger ist. Wir wollen den deutschen Meister, der deutsche Meister tritt gegen Frau Merkel an und natürlich nicht der bayerische Meister. Ja, ja, das bedeutet dann, dass man vielleicht dann praktisch so eine Herausforderung nach Berlin machen würde, einmal im Jahr oder so irgendwas. Ja, von mir aus auch gerne jedes Jahr einmal wird der Kanzler herausgefordert. Oder sowas in der Form. Ich meine, das ist ja jetzt aber doch sehr persönlichkeitsbezogen oder dass sozusagen diese Kandidaten sich da gut bewähren können. Natürlich brauchen die vor allem ermöglicht es den Spitzenleuten, Kanzler zu werden. Wo bleiben in diesem System die Parteien?
im Hintergrund, wenn Sie, Herr Dr. Wölker, in diesem System jetzt Kanzlerkandidat würden und mit Frau Merkel in den Talkshows, in allen Sendungen auftauchen würden und Pro und Contra und diese Duelle, Sie kennen das ja, Biden gegen Trump, ja? Und wenn das dann jeden Tag in einem anderen Sender mit Ihnen beiden stattfindet, ja? Und Sie bekannt werden wie ein bunter Hund, dann sagen Sie, ach ja, liebe Partei, wir 2020, da gibt es zwei Varianten, dann gibt es noch die Basispartei, ihr könnt euch alle nicht einig machen, hinter mir baue ich eine neue Partei auf, lasse ich eine neue Partei entstehen, dann wird es irgendjemanden geben, der diese Partei für Sie aufbaut und da sammeln sich alle, die von Ihnen begeistert sind. Und schon haben wir eine neue Partei im Sinne von, wie heißt das bei Macron, wie hieß das da, Macron? Der hat doch dann hinter sich auch erst eine Partei formiert, eine neue. Also das Hommage, heißt... Hommage, ja. Hommage, ja. Und das bedeutet La, doch... La République Hommage. Herr Dr. Wölker, das ist doch so, wie wir Bürger das wollen. Sie als guter Kanzler mit den besten Experten der Welt spielen eine Rolle und die Partei formiert sich dahinter und hilft mit. Wir wollen doch nicht in einer, wir leben doch gerade in einer Parteiendiktatur. Das wollen wir doch nicht mehr. Ja, super. Ich muss es noch einmal sagen. Die Leute, die heute als Mitglieder von Wir 2020 wieder mal an diesen Gesprächen hier teilgenommen haben, kann ich sagen, sind Ausnahmen, für meine Erfahrung, ausnehmend kluge Köpfe, die ich mir an der Spitze der Regierung in Deutschland gern wünsche, mindestens als Koalitionspartner mit der CDU, weil ich weiß, bei so klugen Köpfen werden sie immer auch gute Experten hinzuziehen, außer den Next Scientists for Future gerne noch die Gemeinwohlökonomie, die Economy for Mankind und Lösungen jetzt und viele andere. Aber auch die Next Scientists for Future, denn ich sage Ihnen dann immer, wir sagen Ihnen dann immer wieder gnadenlos, warum Sie den Staat mit Economy for Mankind an die Wand fahren und mit Gemeinwohlökonomie genauso. Nicht zuletzt wurde, nicht umsonst wurde Christian Felber von der österreichischen Wirtschaftskammer und ähnlichen Kreisen und Wirtschaftskreisen als Herz-Jesu-Marxist bezeichnet. Ja? Das ist ein Enteignungskonzept, was er wünscht sich eine Enteignung und viele seiner Maßnahmen bedeuten, dass am Ende Umweltschutz praktiziert wird um des Umweltschutzes. Wir wollen doch, dass Umweltschutz praktiziert wird, damit unsere Bürger sich wohler fühlen, unsere Bürger gesünder leben, länger leben und wir gleichzeitig ein möglichst großes Wirtschaftswunder haben. Für Christian Felber ist aber der Schutz der Umwelt wichtiger als unsere Wähler. Und das sind die Irrwege, das wählt auch keiner. Ja, jeder spürt doch sofort, dem Christian Felber ist das Schicksal der weltweiten Tierwelten und der ökologischen Gleichgewichte und alle möglichen Fantastereien und der Gott Mutter Erde, das sagt er sogar ausdrücklich, die Mutter Erde, wichtiger als das Schicksal unserer Wähler. Und wir müssen doch als Partei, müssen Sie doch, wir sowieso, aber wir müssen uns doch darum kümmern, dass es unseren Wählern gut geht an der ersten Stelle. Und die Gemeinwohlökonomie würde ganz vieles tun, wo es allen möglichen anderen Instanzen der Erde gut gehen würde, aber nicht den Wählern. Und solche Fehler dürfen Sie nicht machen. Ja? Also Sie werden nicht gewählt, sowohl mit der Gemeinwohlökonomie als auch mit Lösungen jetzt, als auch mit Economy for Mankind, können Sie nicht gewählt werden. Weil die niemals in einer Testwahl auf 56% kommen würden. Weil da würden viele vernünftige Leute in einer Testwahl dabei sagen, die sagen, ja, das ist ja am Ende führt das in der DDR 2.0. Ne? Und zum totalen Abwirtschaften Deutschlands. Wir sind ja selber links, ja, wir sind ja selber links, aber doch bitte bodenständig links. Genau, und ich meine, wie Sie selber gesagt haben, ich denke, es ist immer gut, einen Strauß an Beratern zu haben, sodass man dann eben das auch gegeneinander abwägen kann. Und das Wichtige ist ja auch für uns in den Gesprächen, die wir gerade führen, immer dieses Lernen von neuen Ideen, damit man sie bewerten kann und sie dann in einem Parteiprogramm
berücksichtigen kann. Genau, Herr Dr. Wülker, genau. Ja, Sie wollen doch nicht denselben Fehler machen und nur auf Drosten, Wieler und Lauterbach hören. Sie wollen doch den alten Rapaz hören, den anderen, die andere Seite. Und deswegen sage ich Ihnen von Anfang an, obwohl ich die Lösungen jetzt für völlig falsch halte, aber Sie müssen doch mit denen reden. Wir wollen doch die andere Seite mit ins Boot holen. Nur immer, also nur ein Politiker kann doch nur gut sein, wenn er sich immer alle unterschiedlichen Richtungen, vertreten durch mindestens einen Experten, ins Boot holt. Sonst kann doch da nie eine optimale Politik rauskommen. Jetzt nochmal kurz zurück zu dem Vorwahlensystem. Gab es da noch weitere Punkte oder hatten wir dieses Thema jetzt? Ich hoffe, es gab übrigens einen berühmten Professor, den Namen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, der hat das vor kurzem in einer Internetfernsehsendung vorgestellt, sein Vorwahlensystem, nur dass seines wieder viel schlechter ist als unser Vorwahlensystem. Gut, weil dann würde ich auch sagen, dass wir dann vielleicht heute zu einem Ende kommen und uns auf ein nächstes Mal vertagen. Nochmal mein Kompliment an alle, die heute teilgenommen haben. Herr Lohse, auch danke für Ihre wichtigen Beiträge. Ja, aber dieses Kompliment gebe ich auch gerne zurück. Ich denke, es ist immer sehr gut, im Wettstreit miteinander und in den Fragestellungen und den Rückfragen die Themen auszuarbeiten, damit sie dann eben auch verständlich dargestellt werden können und auch gut hinterfragt werden. Und ich verabschiede unsere Fernsehzuschauer, Internetfernsehzuschauer. Genau. Tschüssi, bis bald, Vielen bis Dank. Zur vierten Sendung, liebe Zuschauer. So, das war das dritte Gespräch. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es waren auch wieder ein paar ganz interessante Ideen dabei. Und können wir mal so ein bisschen in unserem Kopf und Herzen rühren und bewegen. Ist ja alles ein bisschen fremd, ja. Muss man mal schauen, ob wir damit was anfangen können und ob uns das anspricht. Wenn es Sie interessiert, bleiben Sie am Ball. Denn immerhin soll es ja 22 Reformen geben. Und wir sind jetzt erst bei 7. Also, im vierten Gespräch, demnächst, gibt es bestimmt wieder interessante Sachen. Und wenn Sie es nicht verpassen wollen, abonnieren Sie einfach meinen Kanal. Dann sind Sie auf jeden Fall rechtzeitig mit dabei. Vielen Dank. Klar sehen, clever denken, frei handeln.